Okay, gut, dann gif mal aufhängt, dann begrüßen wir euch für das letzte und wichtigste Sitzung vom Jahr, das Budget-Sitzung. Und wir sind vollzählig, wobei, wie gesagt, Christian krankheitsbedingt, aber von daheim aus per Video beigeschaltet ist. Das heißt, 10 Leute live hier am Saarland, dann eine Person über Video, aber du kannst mitstimmen, Christian, dann ist das an der Reihe. Gut, wir haben gesagt, das ist das Budget, wir haben noch zwei Punkte für drin. Das eint als ein nicht unwichtiger Punkt, das ist den Avant-Projet Sommer von der neuen Sportshalle mit der Piscine. Wir hatten an einer Arbeitssitzung können den Dossier weisen lassen. Ich meine, das hat eine gute Stunde gedauert, ein ganz ambitiöses Projekt. Die man bedingt durch Teichwasser, was das Haut nach Pummel wird begingen, wenn man über Zöllen, über Söhnen, schwätzen wir durch Teichwasser eben, wo wir müssen den Projekt von der Sportshalle an der Schwemm 14, weil eben die alle Sportshalle und die alle Schwemm durch Teichwasser so weit fortgegangen ist, dass es sich effektiv nicht gelohnt hat, für die zu renovieren. Und da eben mit Heischdamp in den letzten sechs Monaten geguckt, dass wir das Projekt auf die Schiene kriegen. Voilà. Wir hatten sowieso schon parallel angefangen, wir hatten nicht geplant, so früh um bei uns zu fangen, weil das sollte ja eigentlich für dich nur der Fertigstellung von der Sportzahl vom Lycée, also eigentlich ein Jahr mehr spät, geschehen. Wieder mal kein mehr haben, kein Sportsaal, kein Schwamm mehr, wenn man natürlich unter Zeitdruck muss so schnell wie möglich machen. Problematik ist, aber die hat natürlich die Entzürgung, das beste Entzürgung von dem Aalgebäude, für dich muss gemacht werden und dann aufgerabt werden, sodass man da aber relativ viel Zeit verlieren, also das muss nicht direkt kommen. Wir haben aber trotzdem schon mal ein fertiges Projekt da, den wir aber auch schon können stimmen und dann aufgrund von dem Vorteil können dann noch die Architekten und Planungsbüros weiterführen und dann auch können schon bis Anfang nächstes Jahres Pläne kreieren, also das ist, dass sie können Pläne rarischen auf Gemeinde für eine Baugenehmigung zu kriegen, aber können am Anfang vom nächsten Jahr schon eine Baugenehmigung ausstellen. Und dass wir dann noch nächstes Jahr an zur Mission kommen. Das ist ein bisschen so den Timing davon. Das ist nächstes Jahr 22. Und trotzdem, das ist der Sinn, den Timing, bis wir sie können benutzen, bis als Sportvereine, als Leute können benutzen, das wird dann aber 2026 sein. Das ist vom nächsten Jahr, aber 4 Jahre insgesamt. Das ist erdehnt. Und dann das ist natürlich den Preis, den sich auch gewaschen wird, ne? Du gehst in einen Trunken, du mengst den Fähren an den Franken, an der Frankenlogik, wir sind leider an der Euroslogik, aber wir sind von den Millionen Ball ähnlich beträgt, wie wir an den Franken gewinnt wären. Also insgesamt ein Kostenpunkt von 57,7 Millionen Euro, wo alle Leute nicht genau wissen, wie man das tut, über die nächstes Jahr gestemmt kriegen. Ich meine, wenn wir schon lange wissen, wie unser Budget low ausgesagt mit dem, was wir low im Gang sind, dass du etwas dabei könnt, dass das auch schon ein Budget von diesem Jahr schon schlägt für dich mal dran. Und dann muss man gucken, wie man finanziell da rauskommen. Es bleibt möglich nicht viel Spaß, man sowieso. Das ist schon nicht, dass man da irgendwie als irgend, wenn das Centre kulturell wird, kann ich so nicht, muss schon nicht sein, da kann man ein bisschen werden. Das ist aber Basis. Für als Sportvereine, für als Jugend, für als Bevölkerung, dafür meine ich, dass man kein Weg der Lernen steht, das muss man machen. Wir sind aber auf der anderen Seite, sind wir mega froh, wie gut an unseren Namen vom Schäferrot das Projekt realisiert, dass wie flott eigentlich auf der einen Platz, aber sämtliche Programmpunkte, und da schon viel mit den Vereinen geschwärzt gehen, das ist eine Verbesserung von der Situation, die wir haben. Wir haben noch mehr Platz, wir haben mehr Möglichkeiten und natürlich ist es nicht auch, weil dadurch das Neue ist, ob es viel mehr flott ist. Bon, ich wollte das gesagt haben,
für um Wort denken, dass die einen oder anderen Woche noch eine Wortmeldung dazu hat. Carol. Ja, merci für das Wort. Also wir werden dieses Projekt hier als DP natürlich unterstützen. Du hast von der Wichtigkeit vom Projekt geschwärt. Ich meine, wir haben nur zwei der großen Projekte, die immens wichtig sind für uns Gemeinde, dass die Grundschule, die am Gang ist, gebaut zu gehen. Und dann den heutigen Projekt, die natürlich die ganze Kaste schlagen, aber unabhängig vom Heischwasser, weil das noch finanziell auch hypothekiert, wussten wir aber, dass wir den heutigen Schritt lohnen, demnächst müssen wir umgehen. Und ich meine, dass es doch unabhängig vom Heischwasser, was da nötig war für als Sportinfrastrukturen, Piscine anhalen, neu zu bauen oder zu aménagieren. Das war ein bisschen eine Diskussion mit mir. Ich stehe hinter diesem Projekt. Und, ich habe an der Arbeitssitzung drei Punkte abgeworfen. Ich ging die just kurz auch heißen. Wir hatten vorgestellt, per Rapport zu einem Parking, ob ihn eventuell hat in einem Parking innert dem Bauten, wie sie noch vier gesehen. Das eben aus dem Grund, weil wir einfach da auf dem alle Quartier Gare soll ein Parkhaus gebaut gehen. Und es muss dann einfach so, wenn zum Beispiel eine große Sportsmanifestation ein Kehr da wäre und wäre gleichzeitig ein super Shopping-Dach an Eschternach, da könnte man einfach auch mit dem Parkhaus, was geplant ist, auch mal über das Limit stoßen par rapport zu Parkplätzen. Und da hatte ich die Frage gestellt. Ich hoffe, dass wir nicht an die Situation kommen, dass wir da Engpass haben. Aber Techniker haben uns gesagt, dass es schwer gewesen wäre, ein Parking noch zusätzlich mit anzuplanen. Es wäre wohl nicht unmöglich gewesen, wir hätten immens viel zu kompensieren. Das ist für uns kein Punkt für das Projekt, nicht mitzudrohen. Es wäre einfach ein Froh, die sich aber auch nur wertstellen. Sportvereine werden uns so, aber wo gehen wir uns da parken? Und da muss man ihnen antworten, ja, es gibt ein Parkhaus gebaut und der Ort, die Leute, die Sportinfrastrukturen in Zukunft sollen nutzen, sollen auch an dem Parkhaus stehen. Das wollte ich jetzt voraussagen. Dann hatten wir von dem Energiekonzept geschwärt, wo wir erklärt haben, dass wir, wenn wir bis den 30. Juni 2022 gingen, Baugenehmigung angelegt haben, dass wir dann noch könnten von anderen Konditionen, die für uns am Anfang mehr favorabel sind, wo wir auch noch Subventionen kriegen, ob eine Energieklasse B kriegen. Dass ich der Meinung bin, dass wir wirklich alles sollten durchsetzen, dass wir das auch packen, für dann auch noch sonst mal davon zu profitieren, für nicht an die Diskussion zu kommen, dass wir dann auch eventuell in einer Kondition gestalten können. Und dann etwas, was auch für erst danach, für die Schule, für die Kanner alle gut wichtig wird, sind, das ist die ganze Bauphase. Und ich war ganz froh zu sehen, dass die responsable Firmen, die im Projekt schaffen, natürlich auch schon mit bedurft haben, was den Impact wert sind auf die Schule, auf die Kanner, was den Geräuschpegel aber wert sind, wenn so etwas gemacht wird, respektive Sicherheit vom Sit, dem Moment, wo gebaut wird. Das wird neben der Schule, die aktuell gebaut wird, nach ein großes Chantier sind, die aber da rund um die Schule ist. Dafür gibt es einen ganz, ganz wichtigen Pilier von dem Ganzen, dass wir dort Sicherheit assurieren und auch so viel wie möglich können evitieren, dass die Schule durch das Chantier gesteuert wird. Und da wäre ich froh, eben die, inwiefern man den Abendstunden noch gucken könnte, über die Vakanzen zu machen, für da eben sonst mal Matten erbeste so viel wie möglich, auch der Schulzeit, auch wenn das nicht ganz komplett möglich ist, das muss ich einfach realistisch sagen, für du aber so viel wie möglich aus der Schulzeit rauszukommen für schwere erbeste. Und wenn es geht, kann das doch gemerkt gehen, das ist aber nicht sicher, hängt ganz viel vom Timing auf. Ich meine, dass das wichtig froh waren, die für die Leute auch da draußen nicht unwichtig sind. Wie gesagt, wir stimmen diesem Projekt zu. Und wir hoffen natürlich, dass wir schnell weiterkommen, auch mit dem Aufrappen, wird bestimmt keine einfache Aufgabe wird gehen, für das wir dann am Timing effektiv die mit 2026 auch können envisagieren. Ja, merci Carol, da geht schon ein Carol auf der Danat, also wie ein Train, puis on crache ein autre. Ja, auch dann von mir, merci für das Wort. Wir stehen auch als kleine Fraktion natürlich an dem Projekt, dem wichtigen Projekt als für Eschternach. Und wie wir auch schon an der Arbeitssitzung gesagt haben, werden wir begrüßen, dass die Kontinuität von der Architektur, von der Sportzahl, die sich wirklich schön
weiterzieht mit der Schule und auch, dass die Schule direkt angebunden ist. Ich meine schon, dass das ein ganz schlüssiges Konzept ist. Wie Carol aber auch schon angeschaut hat, waren wir ein bisschen hängen geblieben, ob der Froh vom, vom Energiepass. Wenn ich richtig verstehe, just denke ich, für verständnismäßig, du nur zu froh, wir sind ja hier in einer Transitionsphase. Hein? Das heißt, dafür sollen wir ganz sehr an den Wort gehen. Das natürlich stellt ihn sich ein bisschen froh, dass wir nicht, dass wir wollen fuddeln, am Mann gut energiemäßig zu bauen. Das heißt, von uns aus aber die Durchrichtung, dass wir wirklich so weit wie möglich probieren, da dem Ganzen gerecht zu gehen. Weil ich will nun, dass du noch für eine Klasse A kannst bleiben für einen Schwamm. Dass das immens überhaupt mal schwierig geht, ne? Auch technisch und auch kostenmäßig. Das war ein bisschen da, wo wir gedacht haben, dass nicht, dass es noch draußen rausgeht, dass wir da wollen, so man wie möglich investieren für energiemäßig, dann nicht dem Ganzen gerecht zu gehen. Mehr, weil wie Carol gesagt hat, wir auch, wir stehen natürlich an dem Projekt und auch, dass es muss vorgehen, weil die erst danach braucht, schmengen, sie haben Club und viel gelitten in der Covid-Phase, in den Schwemmungen, an das man auf Viro kommen. So viel von unserer Seite, das ist mich dann auch daran. Okay, gut. Ich meine, Jean-Claude, ja. Bon, ich will ein paar Jahre zurückgehen. Ich meine, wenn man ins Haut freien, darüber, dass man ein wunderbares Projekt hat, ein Sportsaal, ein Schwemmdo auf den Platz zu bauen. Da sollen wir uns aber daran erinnern, dass vor Jahren Diskussionen waren, ob man überhaupt, ob die dort den Platz als Sportsaal sollten abbauen. Und das ist eine Zeit, darüber diskutiert, ging so gut, ob wir ein Schwemmen sollten auf der deutschen Seite machen. Bon, als diese Koalition hat die Decision geholt, für auf der Gart zu bleiben, für den Schulcampus auf der Gart zu machen. Schule plus der Sport plus Piscine. An Schmengen, wenn ihr in die Projekthaut guckt, da können wirklich Schaufere sein, über das, was wir erlauben, was wir erreicht haben. Okay. Schmengen, als Schützfrieden hat alles gesagt. Da gebe ich auch gesagt, den Avant-Projekt-Sommer von der Sportzahl zum Wortstellen, wie das denn mal da verstanden. Da das Unternehmen und Christian hat auch per Video mit gestimmt als Unternehmen. Merci. Genau, und dann haben wir noch einen anderen Punkt, den 1.2. Modifikation des Reglements de Taxe, Approbation de la Taxe de Séjour. Ganz kurz, Irisch und Christoph, das Wort gehen. Ich meine, das ist ein Kommunaltax. Ich meine, du könntest mir das ganz lang machen. Das schon, es wird schon lang an den Kopf von den Leuten werden. Wir haben nicht mehr Gesundheit zuerst. Wir werden als Erster nach Gemeinderat der Tax schon oft ganz positiv abgeschlossen. Just so müssen nicht wirklich Sinn, weil wir als erstes nach allein machen. Dafür wäre es extrem wichtig, dass wir nobisch Gemengen, dass die mitmachen. Natürlich oder Naturpark Müllertal Gemengen oder wie auch immer, mehr die die heute zusammen schaffen, die am touristisch aktiv sind, möchte ein Touristentax dann nicht mehr Sinn. Und da muss ich so ein hat den ORT und hat dem neuen Präsident von Christoph Origer Mensch extrem gut vierabisch gelesen. Dann hat es eben war eine ganz rutsch Reunion mit allen guten Gemengen, Rätschritte, die da angeladen für Sondagsgespräche zu machen. Und ich meine, da ist ein großes Konsens da. Und kann das, wir sind wahrscheinlich die Ersten, die dort werden stimmen. Aber dann, ich meine, ich gucke noch, ob die Ersten nachher, wenn sie von mir gestimmt haben, dann gehe ich davon aus, dass die anderen auch nachstimmen, und da muss man gucken, wie das dann oder wie man das Modus vivendi. Und dafür, Christoph, gebe ich das Wort gehen. Merci. Ja, effektiv, das war ein relativ bon. Das Projekt von der Taxe, die von der Taxe schon Jahrzehnten effektiv wo, darüber diskutiert hat, war immer schwierig, wirklich bis auf den Punkt zu kommen, wo ihr seht, dass den so auch möchte. Was natürlich wichtig ist, der Tourismus geht wie alles andere auch weiter. Wie geht normalerweise der Tourismus aktuell finanziert? Das ist eigentlich einzig und allein durch die öffentliche Hand quasi. Anschmengen, das Projekt von einer Taxe Séjour ist natürlich stehen, da doch alle Touristen, so wie der doch im Ausland quasi auf alle Plätze ist, auch mit. Und hier in dem Fall wird mit einem Euro pro Nacht
Gift dazu beidrohen, dass Suen an dem öffentlichen Budget sind, wir können an Tourismus investieren. Weil den Tourismus, wir sind nur am 21. Jahrhundert, wir kommen vier und müssen an Tourismus investieren. Vertecht viel, wir sind eine immense touristische Region hier in Möllerdal. Wir haben Möllerdal Trail Projekt, den auch auf nationalem Niveau zur Haupttouristenattraktion gekürt ging. Und das kann aber natürlich alles Investitionen dafür. Und allem aus dem Tourismus natürlich auch, vor dem man alle Touristen nicht mehr hat, das ist ein Vierteil. Aber das bringt auch um Kästen für die öffentliche Hand mit. Ich meine, wir haben mittlerweile auch ein Clean-Up-Day, der darum geht, für den Knast, den dadurch verursacht wird, anzusammeln. Es gibt mittlerweile Ideen von Buschtoiletten zum Beispiel. Also eine ganze Reihe Sachen, die abkommen und dafür muss ich brauche ich natürlich zu. Na, wenn das den Fakt von einer Taxi-Jour, ich meine, was wichtig ist zu suchen, so ein Taxi ist natürlich nicht von einem Hotelsbetreiber oder von einem Campingbetreiber zu bezahlen, sondern das ist ein Tourist, das etwas, was ich just ranhält, erweitert und gemeint. Was in dem Fall eben den 1 Euro pro Nacht wäre, pro Nacht wäre, das ist also nicht um Betreiber vom Hotel oder vom Camping für die zu bezahlen. Und ich meine, das ist ein wichtiger Faktor auch für ein Incentive zu, für anderen Tourismus zu investieren, weil ihr natürlich mit allen Touristen weiter könnt, auch den auch weiter suchen hört, für anderen Tourismus zu investieren. Ich meine, du könnt den, möchtest den Kreis endlich zu und könnt in einer Situation, wo ihr auch auf lange Dürre suchen hört, die kann an Tourismus investieren. Da bin ich ganz froh, dass ihr noch effektiv wir schenkt die ich das von denen, mit denen wir Diskussionen hatten, die haut gibt Stimmen. Ich sitze nicht an den anderen Gemengen, ich weiß aber, dass nur die Gemengen just da sind. Aber voilà, das ist also Mengen, ich finde, ganz wichtiges Zeichen, auch erst nach unserer Wichtigkeit als touristische Destination, die wir in der Region haben, für das Stimmen. Merci. Ja, gibt es noch Wortmeldungen? Ja, Carol. Ja, merci für das Wort. Ich meine, wir hatten schon hier noch auf anderen Plätzen und auch schon, auch, ich weiß auch, dass es schon ein bisschen lange wird, so ein Tax geschwärzt wird. Ich meine, ein Punkt, der wichtig ist, Christoph, den es noch nicht gesagt hat, ist, dass am Vielfalt von den heutigen Überlegungen natürlich Gespräche gefordert werden. Und ich meine, dass das wichtig war, dass sie sowohl die Gemengen, wohin die Tax will aufhören, wir aber auch die Geschäftsleute und die Hotelien, für die man dann das Boot zu holen, weil es aber auch etwas ist, was natürlich auch an ihrem Sektor zu Diskussionen feiert, für ihnen auch die Angst oder die vielleicht die Gegenargumente auch vielleicht ein bisschen zu holen, weil das, und das richtig gesagt ging, es geht nicht darum, so einen Tax anzuziehen, für das wir als irgendwo bereichern oder die als ORT mitgeht, darum, für einen Tax anzuziehen, die direkt ins triggernde Tourismus geht. Und ich meine, dass es da auch wichtig wird, sehen, für auch genau als ORT auch zu definieren, weder die Taxen da noch auch Weltnis an den Tourismus zurückgehen, für das das auch transparent nach außen ist. Den Tourismus am Anfang gesehen, für was das in einer Taxtouristik bezahlt. Das heißt, du musst gesehen, dass er den Plüvalu hat, dass er auch dazu beiträgt, dass am Anfang die Platz, wo gerne an die Vakanz geht, nach mehr an Waller gesagt wird, für das es weiterhin die schönen Kader ist, die wir an der Region können bieten. Du weinst, also als Zustimmung zum Projekt, ich denke, dass an der Umsetzung vom Projekt sich nach Werte vorstellen, zum Beispiel, wie geht es zu noch bei den Hotelien oder bei den einzelnen Strukturen angetrieben, wie kontrolliert das, das geht nach etwas, was man sonst an der Umsetzung muss gemacht gehen. Aber ich meine, das Projekt generell und die Tax, die dann zurück an Tourismus geht, ist manchmal an der Basis etwas, was wir als Fraktion noch begrüßen und dafür drum ich das auch mit. Merci, Carol. Ja, Jean-Claude. Bon, ich hätte einen froh am Anfang geholt, was die Umsetzung belangt, was ein bisschen an mein Domäne geht. Wir haben mindestens 2 Hotels heute zu erster Nacht, die eine geriatrische Klientel haben. Die am Anfang nicht definitiv an ihnen wohnen können, mit die dann für eine gewisse Zeit, für mein Teil, wie wir denen vis-à-vis mit der Tax verfuhren. Ein bisschen per Analogie, ob dem schon gesehen, die Ausnahmen, die wir machen für die Camperen, die Long-Séjour, die auf den Campingen sind, die am Anfang einen bestimmten Tax, also die eine Reduktion von der Tax für die Jahre. So müssen sich am Anfang freuen, wie in mit den Leuten, die just für einen Monat, ja nicht nach einem von unserem Hotel kommen oder 2-3 Monate, an die nicht angemeldet sind. Es gibt ja auch Leute, die da angemeldet sind an den Strukturen.
schwätze nur von denen, die Visiteuren, die hierhin kommen. Muss ihnen sich doch Gedanken machen. Also, ich weiß noch nicht, dass ich in einem Motel die Schuhe kann. Zumindest nicht heute zuerst danach. Die sind sicherlich nicht hier gemeldet. Beispiel und Vakanzenzimmern am Seniorenhotel und am Bel Air. Und die zwei Strukturen habe ich gehört. Ja, das ist auch Vakanzen in dem Moment. Für mich ist das genau dasselbe. Auch wenn du 30 Tage Vakanz musst, dann müsstest du 30 mal den Euro aus 30 Euro. Ich finde aber doch kein Problem. Das ist ein Vakanzenbett. Du gehst nicht, ob man es. Da muss man nur gucken. Ich meine, wir werden auf jeden Fall die Tax. Wenn man den Go hoch vom ORT, dass man mit all den anderen Gemeinden aufhängt, dann gehen wir die Betriebe, dann muss man gucken. Ne? Wann dann da ein Problem ist, dann muss man gucken, ob man da muss am Taxengemeinde noch besser oder nicht. Ich meine, den Taxengemeinde haben wir ORT und man ist eine Juristin, ob der Gemeinde das geguckt und Sachen adaptiert, aber vom juristischen Dingen nicht korrekt sind, dann muss ich gucken. Ich meine, nein, es geht nicht um große Riesensummen, das ist 1 Euro nicht. Ich meine, die Pflegekassen, das ist von einem ganz anderen Monta. Ja, Luc. Ja, ich meine, also die Taxisejour, die hast du effektiv schon Jahrzehnte eigentlich an der Diskussion. Und ich meine, man ist dem auch nie gegen die war, wie soll ich so ein gestellt. Ich meine, wenn man klar, dass man den Tax könnte, dann muss an der ganzen Region kommen, weil man will ja nicht, dass die eine Gemeinde gegen die da kann ausgespielt werden im dritten Bereich. Es ist ehrlich gesagt, war ich ein bisschen überrascht, ich habe immer hier einen Tax des Sejour, die könnte, weil keine Diskussionen eigentlich mitgekriegt wird, dass das in der Region einen Konsens dazu gefunden gehen. Ich hoffe, dass das dann noch so ist, dass das allgemein dann noch mitzieht. Ich bin aber auch froh, wenn ich so rauszeige, dass die Tax dann aber nur dem ORT eigentlich dann 1:1 so gut könnt. Wo ich mich auf einerseits froh, wir sind aber nicht auch überlegen, dass ihr seht, wir wollen auch die lokal touristische Strukturen, die wir haben, aber auch noch irgendwie mit der Tax zu unterstützen. Dass ihr seht, okay, ein Teil ORT, ein Teil aber vielleicht auch der lokale Syndikat, der ja aber auch immer noch am touristischen Bereich halt tätig ist. Und dann, also wird froh natürlich, können wir einen Tax antreiben, die man dann 1:1 einfach so in den ORT weitergehen, müsste dann doch nicht an dem Moment zumindest eine Konvention gemacht gehen, wo aber ganz klar draufsteht, dass das dann eine Art Subsid ist, weil wir keine Taxen antreiben für den ORT, mit dass wir dann echt eine Art Subsid, die dann aber vielleicht auch muss gebunden gehen und was möchte den ORT, dass man da in was für einen Bereich gehen, die so dann investiert. Nämlich just ganz kurz effektiv Konvention, dass das zweite auch da wollte ich schon merci tun. Und der Juristin hier, die der Bär schon mitgeholfen hat, für den Text auszuschaffen, dass den Mensch etwas hört, wird auch so juristisch an der Reihe wäre. Und jetzt habe ich das mit der Konvention, wo alle schon guckt und weiß, die kann selbst schaffen, genau das tut, dass ja nicht Tax aus sich, also Tax geht an das Gemeindebudget, das ist ein Äquivalent zu dem, was davon ausgeht, ranzuhören, was du gibst als Subsid weitergehen. Das ist natürlich nicht Tag selber. Und das wäre effektiv mit einer Konvention, die auch nach Wert gemerkt wird. Da sind wir umgegangen, zu gucken, auch immer ein Geheimnis der Juristin, wie du eine Konvention kann finden. Auch für uns knappen, nämlich was Karol sagt, was extrem wichtig ist, was mir immens wichtig wäre, dass das Wannste so weiter generiert für den Tourismus. Egal wie ein Sinn, dass du wirklich kannst gucken, konkret ein Projekt in sich investieren, wo es doch auch noch nie mit dem Projekt steht. Ich habe ein Beispiel gesagt von einer Buschtoilette. Ne? Mit der das etwas für die Menschen, viele Touristen, die so, dass sie an den Busch gehen und sie überall so eine Toilette probieren. Rein. So eine Buschtoilette kannst du und dass du doch nie mit dem Projekt stehst, weil der Teil ist, merci, wir haben finanziert durch so Antrieb. Das ist alles an der Praxis danach auszuschaffen, das ist eben so, dass du nur mal einen ersten Schritt gehen, auch für dann zu gucken, wie konkret das ausgestaltet, genauso wie die Frau, die vom Jean-Claude. Ja, vielleicht ist es dafür zu ergänzen, Luc, was du gesagt hast, effektiv, wir haben zwei Player, wir haben lokale Player und wir haben regionale Player. Und den lokalen Player, den unterstützen wir als Gemeinde schon ganz substanziell. Sie hat dadurch durch Infrastrukturen, sie hat dadurch Subsid, an denen dann den lokale Player, die das ist, die ein bisschen schwer auf der Branche ist. Wir profitieren von den zwei, wir profitieren noch von lokalen Infrastrukturen. Und so wie ich den Präsidenten vom ORT verstanden habe, hat auch geguckt, dass
so gut wie es geht, pro Rat ein bisschen was du könnt, von der einen Gemenge auch an der Gemenge oder an der Gegend darum investiert, dass du ein Rhythm bejahst, dass man da aber einen gewissen Equilibrium kriegen. Okay, wenn du noch kein Wortmeldung mehr hast, dann gebe ich die Tax, die Séjour von einem Euro nicht zum Wortstellen, wenn es mal d'accord. Merci. Das Unternehmen Christian, wie ist es mit dir? Christian, ich bin das hängen geblieben. Ich meine, du scheint ein Problem mit der Leitung zu sein. Ja, ich gehe so, und dann wird Christian gerade bei dem dritten Punkt da draußen. Auf Toilettgang. Dann hast du mein Budget dabei. Vielleicht. Okay, gut. Dann kommen wir an durch bei der Plat de Résistance. Den Budget rectifié 2001, dann der Budget 2022. Wir hatten eine Arbeitssitzung, wo wir wirklich am Detail drüber gegangen sind, sodass ich davon ausgehe, dass wir uns heute auf politische Diskuren beschränken und dass wir dann da noch just die zwei Tableau rekapitulativen, die zwei Worte machen, den Wort vom Rectifié 21 und dann noch das Wort vom Budget 22. Boah, ich gebe dann aufhängen, dann gehe ich nicht fragen, vor den ob es will so. Ich will auf dieser Platz an alle Beamten, die um Budget betätigt waren, für ob dem Gemeindesekretär, dem Claude Melchers, dem Receiver Paul Kohn, dem Chef vom Service Technik, dem Joel Schmalen, für die gelegten Erbicht Merci so und Merci gilt auch der Finanzkommission für ihren Rapport zum Budget. Wie wenn Corona nicht schon durchgegangen wäre, haben wir den 14. und 15. Juli auch nach dem Jahrhundert Heischwasser kriegen, was statt nach ein etliches Jahr wird negativ belastet und finanziell enorme Schuld angerichtet wird. Bislang chiffriert sich die Schuld vom Heischwasser auf 14,1 Millionen Euro, was 45% von unserem ordinären Budget ausmacht. Von staatlicher Seite konnten wir nach keinem finanziellen Hilfe. Und was noch viel mehr schlimmer ist, wir gehen auch noch administrativ ausgebremst. Nun dem Stoppraum Erbischen am Park, der 24. September vom Direktor von City Monument gestoppt ging, sind, weil keine Autorisation angefordert ging, haben wir das Autorisation den 29. September schriftlich nur gereicht. Bis heute werden wir noch über die Antwort, aber bis heute leiden die Erbischen am Park auf Eis. Wir haben nicht mehr spät wie heute einen Krieg am City Monument nur gefordert, dass wir gute Gesorgung für frühestens Ende des Jahres, 1. Anfang nächstes Jahr, eine Antwort kriegen. Eine Antwort darauf kriegen, wir freuen, für am Park können zu räumen. Das ist nur drei Monate. Drei Monate werden wir auf einen Akkord für den Park, der verwüstet ist vom Heischwasser, an drei zu setzen. Ich komme es nicht so. An den letzten sechs Monaten hatten wir quasi alle Woche mit den Sequellen vom Heischwasser zu tun und nun noch alternative Lesungen für die Schule und Sportinfrastruktur gesichtet. Und trotzdem haben wir das Pferdespurcht am extraordinären Budget 44 Millionen Euro von 54 geplanten zu verschaffen. Wir leihen dabei 82% und heute kann die Opposition als also keine Reproche mehr machen, dass wir zu viel am extraordinären Budget geplant hätten. Trotz diesem großen Invest am extraordinären Budget haben wir 2021 just müssen 20 Millionen von den 33, die wir geplant hatten, lehnen zu gehen, weil wir unseren Pompschiffsbau endlich für 6,9 Millionen unseres Dienst verkauft hatten und weil wir am ordinären Budget auf einen Boni von 5,2 Millionen aus den Jahren 2020 und 3,1 Millionen aus dem Jahr 2021 zurückgreifen konnten. Am ordinären Budget 22 haben wir nur just nach einem Überschuss von 700.000 Euro. Das wird sich aber am Rectifié wesentlich verbessern, weil wir den Emprunt von 31,5 Millionen, den wir brauchen, für den außerordentlichen Budget an den Equilibrium zu setzen, mit Sicherheit nicht werden gebrauchen. Das ist immer abhängig, wie viel wir verschafft kriegen. Trotzdem wird der finanzielle Spielraum von der Stadt erst noch immer mehr eng. Es bleibt nur aufzuwarten, wie viel mehr von der Regierung, wenn es dem Heischwasser kriegen werden, aber wie schnell die Population wissen wird und dementsprechend, wen Impact das Wachstum auf die Finanzen wird tun.
als Reserven aus den letzten Jahren so verbraucht, als pro Kopf Verschuldung klemmt von 4.148 Euro auf einen Wert von 7.224 Euro. Das sind die 40,9 Millionen, die man lo auf den 31. am Budget an Nampran haben. Davon der 12 von Haut habe ich da geholt 5.672 Anwohner. Die Stomat gibt den politischen Spielraum immer mit klein. Da gebe ich aber nur ein bisschen an den Detail, weil das schon ein bisschen der politische Budget, das den extraordinären von 2022, hat sind Ausgaben an einer Gesamtheit von 64 Millionen Euro vorgesehen. Das sind an sich 10 große Positionen, auf die ich werde angehen, mit denen 10 Positionen decken ich mal 80% von den extraordinären Kästen auf. Die erste Position ist Teichwasser. Teichwasser haben wir nach dem Rektifier 21 4 Millionen verschafft oder verplant, die also auf 21 gehen und dann für 22 rund 10 Millionen Euro. Ich gehe den Quest gerade da durch. Ich meine, da, was wir 21 gemacht haben, wir haben direkt die 100.000 Euro und den Spendekonto von der Gemeinde. Wir haben für 200.000 Euro haben wir schon die ganzen Deschehen, den Sperrmüll. Wir hatten 1 Million gestimmt für all mögliche Reparaturarbeiten am Kader von dem Heischwasser. Da haben wir 700 verbraucht. Und die Containerlesung für den Enseignement Fundamental bei der Lehre sind wir 3 Millionen dabei. Und nur für das kommende Jahr, für 22, von 1 Million haben wir schon nach 300.000, weil nach irgendwelche kleinere Reparaturen sind, dass wir die damit können bezahlen. Misonetat von Minigolf, estimiert 200.000 Euro, setzt voraus, dass wir eine Genehmigung für die Monument kriegen. Misonetat vom Footballsterra 1 Million Euro. Mise en état vom Tennis Terra 250.000 Euro, auch da braucht man eine Genehmigung für CD Monument. Sonst spielen den Tennis auch nächste Saison kein Tennis mehr im Park. Dann die Hall Sportiv Provisoire, 5,3 Millionen Euro, auch für nächstes Jahr geplant. An Klärernacht, die ist noch nicht an unserem Budget dran. 3 Millionen Euro mit einem Budget von CITES dran. Da ist ein Schritt von 3 Millionen estimiert. Die aber irgendwann ein bisschen ob es zurückfällt. Da sind wir dabei 14,1 Millionen. Just was Teichwasser anbelangt. Das ist der E-Punkt. Der zweite Punkt, das ist der nächste, das ist auch schon ein paar Mal gesagt, das ist der Campus Gär plus Honoräre, wenn ich das alles zusammenrechne, da sind wir dabei 31,4 Millionen. Das hängt davon ab, wie wir noch weiterkommen. Vielleicht kriegen wir es nicht ganz verschafft, mit das aber das, was man vom Timing hier von der Büro d'Etude vorgesehen hat. Dann für nächstes Jahr ist der Parking auf der Gare, Parkhaus, mit 6,2 Millionen hier gesehen. Dann Nummer 3, Straßen, Hofelkredit und Grund mit 2,9 Millionen. Den Regenüberlaufbecken, den auch am Kader von schon, Campus Gare neu muss gemacht werden, mit 2 Millionen. Und dann, was wir für den nächsten Punkt, den wir gestimmt haben, Nouveau Centre Sportif, da steht auch schon mal 2 Millionen an dem Budget von 2022. Dann die Heizung von dem ganzen Campus Gare Chauffage Urbain, 1,5 Millionen. An den Aufschluss von PAP, auch der Gerd, auch nach 1,5 Millionen. Da werden wir dann Anfang nächstes Jahres die erste Baugenehmigung können rausgeben, weil das Lotissement komplett am Schluss ist. Und dann ein Dossier, den noch schon lange schläft, wo wir schon lange damit gerechnet haben, das war der Delastage Rue Charlie, über den Morgenstern. Und nun fängt dann den Point Chaussee beim Morgenstern an, also nächstes Jahr. Und dann sind wir auch mit einem Deal bedeutet. Und da haben wir dann auch am Budget 1,2 Millionen vorgesehen. Und dann etwas, das ist das Einzige, was da vielleicht ein bisschen Luxus ist, also da wird nicht direkt mit den Infrastrukturen, sondern mit absoluten Necessitäten, dass das dann Piscine um See haben wir mit einer Million da, was man aber denken, was da war ein Flutzer ist, für die Leute von hier. Und wenn ich die, wie gesagt, die 9 Positionen heute zusammenrechne, da komme ich da auf 49,7 Millionen, von denen insgesamt, hatte ich gesagt, 64 Millionen, die wir extraordinär geplant haben. Und den Rest brauche ich nicht abzuzählen, ihr könnt selber gucken. Aber das ist also ein bisschen Schwerpunkt. Den technischen Akzent vom Budget 2022 liegt, wie an den vergangenen Jahren, das ist klar, wir sind an der Kontinuität, die großen Projekte, die muss man weitermachen, ganz klar beim Bau.
von der Schule, auf der Alagar, beim Logement, aber also den Straßen an Aufwasserinfrastrukturen, also das sind rund, wird präzise zu rechnen, alle 70% von unseren Ausgaben am extraordinären Budget. Und dann schließen wir auf, wir investieren also ganz klar in Zukunft von erst, aber es sind keine Luxusprojekte, wir sind das ganz klar ein Invest an eine nachhaltige Entwicklung von der Stadt Irstenach. Da machen wir den Rundumschlag vom Budget von 2022 gemacht. Und ich gehe ganz gerne fort weiter. Carol. Ja, merci Yves für das kurze Vorstellen von all den Schifferen. Dann noch von eurer Seite als vorbereiteten Debatte. Ihre Javalo auf dem Budget angehen, gebe ich auf dieser Platz etwas für losgehen, was mir aber wirklich schon mal leid. Wir sind uns bewusst, dass das Budget über das ganze Jahr ein Dokument ist, was läuft, aber bis zum Schluss immer Veränderungen verlangt. Mit als ein froh, von Respekt, dass es nicht kann sein, dass der Gemeinde Rot an der Arbeitssitzung ein Budget vorgelöst wird, auf dem er soll schaffen, der voller Fehler ist. Derselbe Respekt soll auch der Finanzkommission gelten, die das Budget soll vom Chef Rot vorgestellt kriegen. Das ist die zweite Kehr, dass das nicht gemacht wird, und auch von der Finanzkommission an ihrem Bericht bedauert wird. Sie investieren viel Zeit, für eine exzellent chiffrierte Finanzanalyse können zu liefern. Wir fanden das ein nicht respektieren von dieser Kommission an ihrer Kompetenz. Der Finanzkommission dafür von mir heilumol ein großes Merci für ihr gute Arbeit. Das Budget ist das Herzstück von der Gemeinde. An die Brühe, an die wir vorgelöst haben, hat die Analyse eigentlich nicht einfach gemacht. Das ist ein bisschen gewurstelt, aber es gibt kein gutes Bild von der Gemeindeorganisation. Auf die Gemeindeorganisation komme ich zum Schluss noch ein Kehr zurück. Wir schlagen vor, die nächsten Jahre ein Dokument beizulegen mit Regroupementen von Artikeln pro Themengebiet. Das ist eine kleine Analyse, die ihr nicht viel Zeit hält, weil ihr in eurem Budgetprogramm eine Funktion Analytik auf dem ihr keinen Zugriff habt. Wir müssen aber einen PDF schaffen, wir haben wenigstens schon mal ein PDF, wo man mit Stichwörtern vorgehen müssen, weil eine Themenanalyse, die ich für darin angeschaut habe, nicht einfach möchte. Und dann, wie an anderen Gemeinden auch, soll die Finanzkommission das Budget durchschulen, ihr dem Gemeinderat vorgestellt wird. Das gibt uns Konseillern eine Chance gehen, schon an der Arbeitssitzung mit präzise Fragen und Propositionen oder sogar Amendementen zu reagieren, für können aktiv mitzuschaffen, ob die Analyse hin von der Kommission. Lo aber zum Budget, zum Inhalt vom Budget, den es gilt zu analysieren. Am Rektifier waren am ordinären 29 Millionen Resette geplant, 30,5 Millionen sind da realisiert, die Depense waren da 29 Millionen geplant, realisiert, gaufen da ab mehr wie 27 Millionen. Der Boni am Ordinären für die Rektifier ist da 2,07% mehr niedrig wie im Jahr 2020. Am Extraordinären hatten wir Resetten von 48,5 Millionen vorgesehen. 82%, wie du schon gesagt hast, sind rund realisiert gehen. Das sind 43,5 Millionen. Das sind hauptsächlich, wie du auch schon gesagt hast, die bald 7 Millionen vom CGDs, auf dem wir schon lange gewartet haben, als Subsidie vom Staat für den Campus G, Taus Rue des Merciers auf der See. Für die Depense vom Rektifier waren da 54 Millionen aufgerundet geplant, 81,97% sind realisiert gehen, das sind rund 44,5 Millionen. Wir wissen, dass die Verschwemmungen mit sich spricht haben, dass verschiedene Posten hier müssen gestreckt gehen. Für mein Rektifier 21 aufzuschließen, wenn in die Restschulden guckt, kommen wir auf eine Pro-Kopf-Verschuldung von 5.482 Euro, was im Vergleich mit 2020 eine Erhöhung ist von 32%. Das Budget 2022 am Ordinären gesehen, dass wir rund 31 Millionen Resetten nehmen um 2,11% klammen, wobei die Depensen mit 11,46%, sprich 30,5 Millionen, immer mehr klammen.
Lang, wenn man in DZB Posten guckt von Zinsen und Annuitäten, die man muss bezahlen, sieht man, dass die dieses Jahr 16,53% ausmachen von unseren Depensen, wo wir letztes Jahr noch bei 9,46% waren. Interessant ist auch, dass die Finanzkommission ein Exerzis gemacht hat, mal Personalkassen zusammenzuschlagen, was genauso eine Themenanalyse ist, wie ich für drin angeschaut habe. Und da sieht man, dass als Personalkasten hinten noch sogar leicht zurückgegangen sind, auf 34,38% von unseren ordinären Depensen. Aber wenn man da guckt, mit Personalkasten so von anderen Gemeinden, stimmen wir eigentlich gut da, weil der Mengen auch bedeutet, dass man nicht solle fährten, als personaltechnisch gut aufzustellen. Am Extraordinären sieht man, dass wir als 56,7 Millionen an den Resetten erwarten, wo hauptsächlich Stempeln für das Budget auszugleichen mit 31,5 Millionen an Gewicht fallen. So wie Subventionen für laufende Projekte mit mehr als 9 Millionen, Partizipationen für Proprietären für die Infrastrukturen mit 4,5 Millionen, das sind doch der Geld, dann auch Subventionen für die provisorische Sportshalle und zu guter Letzt, das wird man von den Assurancen erhoffen, zurückzukriegen, mit ein bisschen mehr als 2 Millionen. Bei den Depensen am Extraordinären holt ihr euch 64 Millionen, du hast gerade gesagt, 4. Mit Schwerpunkten, ich will sie noch nicht alle abzählen, du hast sie gerade alle abgezählt. Wir hatten uns rausgeschrieben, natürlich die wichtigsten Projekte in Campus GA, wo die Rechnungen noch werden rauskommen, wo es ja auch gut weitergeht, das gesehen wir. Die plant altenes Straßennabestellen von 4 Millionen. Markis fanden wir auch mit 3 Millionen rum dran an den Depensen, obwohl man noch nicht richtig wissen, was da bei uns durchkommt. Aber auch 500.000 für Immobilien zu kaufen. Über 500.000 geht nicht an den City-Shopping. Und du hast gerade gesagt, nur wegen von den Überschwemmungen für das Fußballterrain, für das Tennisterrain, den Park, als auch mit einem großen Posten hier vertreten. Wie am Rapport von der Finanzkommission bemerkt, gehen Depensen am Ordinären seit 2018 an die Lut, und zwar um 25%, wobei an der Resette man just vergleichsweise 13% mehr rauskriegen seit 2018. Was weiss, dass man muss an der Resette als Taxe kastendeckend gestalten, aber wie schon die letzte Jahr von uns bemerkt, sollte man verschiedene Maintenance-Kontrakte nachfragen und neu ausschreiben. Aber wenn ihr wie viel drin am Rektifier die geschätzten Schulden für 2022 guckt, da sieht die Finanzkommission aus, dass man geben, ob eine Pro-Kopf-Verschuldung von 14.190 Euro kommen, wo dann natürlich kalte Regeruf lebt. Und plus, wenn wir wissen, dass das Schuldenwerte weiter klammen und Zinsen auch können klammen. Wenn wir das an unseren ordinären Resetten nicht mehr können ausgleichen, haben wir gleich gut Spielraum mehr als stagnieren. Das Zöllen nur an die Realität gesagt, da lesen wir Prioritäten raus, die der Chef Rot sich gehen hat. So wie laut dieses Jahr, hast du auch schon letztes Jahr gesagt, dass da wieder als das Budget vorgestellt hat, dass da Geld an Zukunft von erster nach investieren, an dem da er Prioritäten auf Schulbau, Wohnungsbau, auf Straßen, auf Kanal gibt setzen, wird letztes Jahr 70% vom geplanten extraordinären Budget 21 waren. Was den Schulbau anbelangt, wie der Erzieher erreicht, das kann ich auf der Gar gut gesehen, wie ich gerade gesagt habe. Das ist natürlich bedauerlich, dass Teichwasser das Programm teilweise ein bisschen über den Kopf gehalten hat. Dafür wären wir auch mit dir d'accord, ein provisorisches Sportshall für viel Suchen zu planen. Beim Wohnungsbau sieht das schon nicht mehr so rosig aus. Zwar sind die Häuser an der Rue des Merciers noch fertiggestellt worden, sodass wir endlich mehr abordable Wohnungen offrieren können. Was aber die zwei Häuser anbelangt, die wir im letzten Jahr für viel Suchen 2,8 Millionen gekauft haben, müssen wir feststellen, dass häufig nicht mehr eine kleine Monte angesagt wird für 22, was bedeutet, dass die nach einer längeren Zeit werden eitel stehen. An den Orten Gerd sind die Infrastrukturen soweit fertig, und aber sind Konditionen noch nicht veröffentlicht gehen, nur denen sich Interessenten könnte melden. Junge Leute brauchen Planungssicherheit. Sie werden ob ein Signal von der Gemeinde, was man will sitzen, ob es überhaupt Wert hat, ob dieses Projekt zu werden. Auch wenn es noch Probleme mit verschiedenen Terrain gibt, hätte ich schon lange müssen, dass Informationen rausgehen.
beim Projekt Marquis, holen wir da ein bisschen Fehler von der Vergangenheit an. Ja, wir sind der Meinung, dass der Fehler wäre, hier als Gemeinwille Promoter zu spielen. Und das ist nicht dem Kulturministerium sein Fehler, dass wir nur in dieser Situation sind. City Management, ein Projekt, wo ja viel Wohnraum geschafft soll gehen. Da vermissen wir eine aktive Rolle von der Gemeinde. Es geht nicht nur um den Fonds de Logement zu werden und zu klappen, aber eine Gemeinde muss bei einem Projekt von der Envergure auch aktiv gehen. Und das ist am besten Fall, an dem sie hier betroffene Bürger mit an hier Sorgen einstellt. Und da gehört doch dazu, dass sie sich mit Zeit Gedanken über die Sicherheit von wer die gefordert gesehen möchte und auch die nötigen Infrastrukturen für die Mobilität schafft, durch die just 80.000 Tumor Fund für das nächste Jahr dran. Was die Infrastrukturen von unseren Straßen anbelangt, da muss ich nicht viel sagen. Das kann alle Menschen sehen, dass unsere Straßen aber in einem lamentablen Zustand sind. Von bald 3 Millionen, die das letzte Jahr viel gesehen hat, sind dann nur 766.000 ausgegeben. Das sind mal gerade 25%. Dafür schläfen wir rund 3,5 Millionen in das nächste Jahr mit. Diese Fall müssen wir schon seit Jahren feststellen, ohne dass eine Besserung zu bemerken wäre. Hier fehlt uns und einen Plan, wie schon gefordert, den ihr müsst auch die Bürger mitteilen. Weil wenn die Leute wissen, was könnt wenig und drei, hätten wir vielleicht da draußen ein bisschen mehr verstehst du mich. Wir leben nun mal einen Moment an einer geckischen Welt. Wir erleben eine pure Krise gleichzeitig. Und zwar nicht, wie an den letzten Jahrzehnten irgendwo auf der Weltkarte, mehr haut noch. Hier in Europa, hier zu Lützburg und noch hier zu Ersternach. Die Covid-Krise, die noch nicht darüber ist, die Energiekrise und die Klimakrise haben Ersternach nicht verschont. Wir haben alle die Verschwemmungen aus dem Juli, wissen Sie gerade schon, und nehmen es noch nicht verdaut an unser Budget da ja auch nicht. Diese speziellen Zustände fordern von unserer Gemeinde, sich ganz neuen Defizien zu stellen, neben den normalen Hausaufgaben, nenne ich sie mal, die natürlich Logement, Infrastrukturen wie auch Schulen und Sportshallen sind. Es geht aber auch darum, unseren Anwohnern Stabilität, Sicherheit und Hilfe zu bieten. Die Krise muss nice, muss erst reagieren, die Prioritäten müssen gesagt werden. Die können nicht so weitermachen, wie wenn nicht wäre. Der Bagger rollt mit Urgence, wir müssen handeln. Lesen wir nicht aus diesem Budget heraus. Klimapolitik hat an ihren Ehren null Priorität. Das geht immer darum, dass kein von der Gemeinde präsent war, um Klimapakt da, wo alle Gemeinden durch ihre Bürgermeister oder zumindest durch ihre Klimaschefe repräsentiert waren. Merci, die hat uns 50.000 Euro beigesagt, für das wir auf dieselbe Stimmung kommen wie letztes Jahr am Posten Mesure Pakt Klima, für das die Gring-Fraktion nicht kann meckern. Mir sind euch bewusst, dass wir seit 3 Jahren ein Budget für das Klimateam draufstehen haben, den wir mal nicht abbrauchen. Obwohl wir die Suche vom Staat gegen zurückkriegen, das ist die Butter-Realität. 250.000 Euro, das sind noch Peanuts. Das Jahr hat Glasgow bewiesen, wie wichtig es ist, ambitiöse Ziele zu setzen und sich die Meier anzugehen, die auch umzusetzen. Am Vergleich mit dem, was wir für an das Budget setzen für Parken, was über 6 Millionen sind. Jeder muss auf B-Fort gucken. Die wissen, die können nicht weisen, wie wir es sollen machen. Um sieht, von Lützburger Gemeinde steht groß die Überschrift Beaufort durch son blason Klima. Und als Aufschlusssatz, ich zitiere, «Il en résulte que Beaufort marque le score le plus élevé, non seulement à l'échelle du pays, mais également sur le plan européen, puisque son score atteint 85,9%. » Bal 90%, und wir fallen auf knapp 50% zurück. Wir müssen ein Schöp beilegen. Ein anderes gutes Beispiel aus Merzig, dem man einem Leader-Projekt die echt gemein sind, wo die Politik ein ökonomisches Modell pour le bien commun aufgeholt hat. Do aus politischer Wille. Du musst ein Staat wie Ersternach, ob manst 1 Million am Budget stehen haben, ob diesen Posten, den ich angeschwert habe.
Wir haben am Juli 20 eng durch Klimateam no geschaffte Klimaresolution hier am Gemeinderat gestimmt. Nachdem wir als Gring-Fraktion mit einer echten Version bei ihr hier am Gemeinderat kein Gehör gefunden hatten. Der Papaya war ich zu ambitiös. Die schlussendlich gestimmte Klimaresolution war präzis und hat der Gemeinde zusätzlich Hausaufgabe gegeben. Nach nichts als an Ugruf geholt gehen. Wo ist also Klimaresponsablen, den an der Resolution vorgesehen ist, wenn dann über große Projekte gespart gehen, wie zum Beispiel für drin bei der Sporthalle? Überhaupt einfach aus dem Servicetechnik ihn zu bestimmen, die für diese Aufgabe responsabel wird, geht nicht durch. Das Person soll direkt vom Schaffenrot gestellt kriegen und regelmäßig können Formationen machen, für sich intensiv mit dem Thema zu befassen und gemein aktiv bei den Entscheidungen zu beruhen. Das Person soll sich auch mit unserem Energieplan befassen. Was tut der Dolo überhaupt für? Und überhaupt, an diesem Budget fehlt als Thema Energie. Es kann doch nicht sein, dass an Zeiten von Energiekrisen und an diesem Posten Mesure d'économie d'énergie, nehmen Mesure vom Klimapakt zu vorne sehen oder die Exekution de l'étude de la mobilité douce, die schon seit 2017 draufsteht, an ein paar Photovoltaik-Modulen für 70.000 zu vorne sehen. Das schwätzt für sich. Dabei hat der Civicol ganz klar gesagt, dass die Gemeinden hier Responsabilität sollen überholen. Wir haben zwar Grundregel darauf gesagt, mit der Energiearmut hält immer zu. Auf diesem Plan hat das Budget die Bürger nichts zu bieten. Beim Heischwasser haben wir gesehen, wer das heißt, dass die Häuser an unserer Stadt bald nicht mehr mit Masut gehützt gehen. Nicht nur den CO2-Ausstoß sollte uns zu denken gehen, aber auch die Unmenge von Masut, die ausgelaufen sind, an eine riesige Katastrophe für Mensch und Natur waren. Wir, die Gring, haben damals die Investieren an den Gas mitgestimmt, weil an Aussicht gestellt gauf, zu prüfen, ob der Reso von der Kreos später durch Biogas könnt ergänzt gehen. Da ist nie etwas geschieht. Auch für die Straßen, die nicht unter Gas können angeschlossen gehen, müssten dringend alternative Gesicht gehen, für als Emissionen können zu reduzieren. Wir führen allem, was beim Campus gar geht, muss auch für den Rest von Erster noch ein Ziel sein. Wir müssen fort von den fossilen Energien. Häufig müsste schon lange Tude gemacht sein, an die Suche wäre mehr sinnvoll angesagt, wie für endlos Studien für ein Shopping-Konzept. Es ist schön und gut, große Investprojekte zu machen für eine Stadt, aber wenn wir in Zukunft alle Jahre eigentlich überschwemmt gehen, dann haben wir nicht die Zukunft gestaltet, die ich mir für uns und für uns alle als Kanner und ganz Kanner vorstellen. Apropos Innergoen. City Outlet. Als Geschäftswelt brauchen Abschwung für uns Anwohner und für Touristen. Wir Gring wollen daran investieren. Die bestehenden Geschäfte brauchen Hilfe, teils wegen Corona, teils wegen Heischwasser, aber auch für Drohschon schon. Wir müssen die Geschäftswelt ausbauen und ohne Hilfe, wir sind d'accord, geschieht nichts. Es waren die Gring, die das Stadtmarketing auf der Webbrust tun. Zusammen mit den Bürger gauf um Leitbild für eine Stadt erst danach geschafft, auch die, die vom Leerstandsmanagement als an der Gruppe zusammen mit den Bürger entstanden. Erst danach war um gute Weh. Mit der Idee von einem Outlet Disneyland mit Konsum, Tempeln, ist nicht mehr zeitgemäß an unseren an. Und da bräuchten wir auch nicht, um ein paar Parkhäuser gleichzeitig zu planen. Wenn wir nur schon mal ein ordentlich durchstehen hätten, wird die Situation an erster Nacht entschärft. An Zeiten von Klimawandel und Corona-Pandemie braucht als Gesellschaft und als Staat ein Umdenken. Was von maßlosem Konsum, was von vielem Verkehr und hin zu einer nachhaltigen Ökonomie. Nach einem Kehr, ich invitiere euch, gucken zu gehen, was mehr zu stehen umsetzt. Außerdem passt unsere Meinung nur die Outlet Eschternach nicht zu einer Kulturstadt Eschternach. Wir Gring fanden, so wie wir das schon die letzten Jahre oft gesagt haben, dazu, die schon an diesem Projekt geflossen sind, besser an Pai von einem Stadtplaner mit regionalem Denken investiert gewischt wären. Und wir wollen nicht, dass denen viele schlechte Suchen immer weiter gut zu nur geworfen gehen.
Und da wäre ich bei der Kultur. Gut investieren soll man weiterhin natürlich an Kultur. Wenn wir uns alle immer bewusst gehen, mischt Kultur einen großen Prozentsatz aus von unseren Ausgaben. Als der geringer Fraktion ist es ganz wichtig, dass wir weiterhin als zwei Häuser, Musikschule und Trifolion von der Gemeinde natürlich unterstützen. Mit den Ausgaben und dem Sitz von der Marquise wissen wir noch nicht, wer dabei es durchkommt, habe ich schon gesagt. Wir begrüßen, dass wir von uns aufgeregt ein Architektenkonkurs auch noch geplant ist, auch wenn wir bezweifeln, dass die 15.000 Euro, dass wir da mal da weit kommen. Am Elen und Herz nach Einkehr, mit dem Kulturminister aktiv zusammen zu schaffen, für unser Patrimoine zu erhalten. Wenn die Minister sagt, erst danach muss es wollen, da können wir ganz viel umsetzen. Kommunikation von der Gemeinde und der Stadtnacher. Es ist kompliziert, an unserem digitalen Leben und Leute zu kommen. Ein gutes Boot ist wichtig, aber wie alle Jahre fordern wir, dass das Boot die Gemeindepolitik mehr thematisieren soll. Geht euch mal einer Bild angucken, überall, auch von der Gemeinderat abgeholt wird, kann ich mehr oder weniger alle einzelnen Punkte nur lesen gehen. An alle Parteien kann Position beziehen zu ihren Worten. Passiv informieren geht nicht durch. Die hat bis Lohn nicht fertig gebracht, eine Bürgerpartizipation abzubauen, weil er den Kontakt mit dem Bürger scheint. Nur im Heischwasser hat er müssen unbedingt auf den Bürgerabend invitieren und den betroffenen Leuten erklären, dass die Gemeinde ihnen hilft. Vielleicht mit dem Minister zusammen. Dass die gespannten Suchen hinten zustehen, aber sie sollen die Demanden herangehen. Sie sollen wissen, dass sie präzise geholfen kriegen, zusammen mit dem Office Social, die Leute auch mal fragen, was braucht ihr? Hallo, die Suchen hätten viel mehr müssen verdient gehen. Am Dossier Marquis kommen Decisionen auf uns zu, holen wir die auch nicht erst danach zu fragen, was sie wollen. Als Lokalhistoriker, für was gehen wir dort die Bürger nicht mit abonnen? Demokratie als an einer Gemeinde geht immer mehr wichtig. Partner. Die Leute trauen der Politik an ihre Vertreter nicht mehr. Die Madeneen an unserer Gesellschaft geht immer mehr aggressiv. Weil die letzte Weekend an der Stadt los war, mischt eine Angst, es wäre wichtig, den Frieden als Solidaritätsgruppe um Ableben zu lassen, den der Bürgermeister als Mayor of Peace begleitet hat, mit Initiativen für Schleif. Ein Beispiel dafür ist zum Beispiel das flotte Projekt, den du an dem Gruppe entstanden war, von Judeum Eternacum. Das neue Arbeitsprogramm von Mayors of Peace, das wir dieses Jahr da ihr ihrem Ugeholt haben, geht ganz klar in die Richtung vom friedlichen Zusammen. Und auch hier hat der Civicol auf die Rolle von den Gemeinden hingewiesen, für an der rezent aggressiven Situation in unserer Gesellschaft zu reagieren. Dafür bleiben wir auch dabei, die Gemeinde braucht eine total neue Aufstellung von allen Kommissionen und Bürgerräten. Kommunikationen und Eis. Hier im Gemeinderat hat das letzte Jahr ferm gelitten und hat dem Covid, auch wenn immer probiert ging, über Zoom das Programm durchzuziehen. Mit diesem Jahr, wo wir zwar können und präsentiell zusammenkommen, als aber trotzdem nicht mehr auf den Dippenfester über die Wehlaufen oder beim Partner über das diskutieren, fehlt immer der menschliche Aspekt von der Politik, den an der Gemeindepolitik sollte bestehen bleiben. Dafür auch als Forderung am Gemeinderat vom 8. des 11., dass ob Frohe von der Opposition soll können eine animierte Diskussion möglich sein. Kommunikation mit den Ministerien. Wenn in der Schäferrot Alkeas heiert, der Ministerien schuld gehen, mengt die Ball erst danach wird Stiefkant von Lützebusch. Mein Fakt ist, dass die Ministerien ja nicht just alles durchsehen, die Leute haben. Wenn ich etwas will, muss ich nun Ball bleiben und nicht beleidigt mit dem Fanger auf der Stadt weisen. Den Telefon geht in die zwei Richtungen, da musst du bei einem Meister heuern zu selber Druck machen und nicht delegieren und da nur anderen schuld gehen. Nur der Kommunikation lohnt zur Freundlichkeit und Kompetenz von den Gemeindeservice. Wichtig für die Funktionäre von dem Betrieb als eine gute Organisation und eine gut geschulte Equipe. Wir stellen immer mehr an und sind aber noch immer überfordert. Das ist oft eine Excuse. Dass der Chefrot auf den Weg geht, einen externen Bruder zu holen, als ein neues Name am Moment der richtige Weg.
umstrukturieren ist absolut nötig und ihr seid dann noch konsequent umzusetzen. Da gebe ich dazu kommen, für zu sagen, dass wir direkt die vier, dass wir uns hier enthalten, weil wir uns bewusst sind als Kringfraktion, dass das Jahr alter ein schwieriges Jahr war, aber für das Budget 2021 geben wir dagegen stimmen. Also Message den Abend ist, dass wir nicht können so weitermachen wie bis well. Krise fordern, dass sie sich adaptiert. An dem geht das Budget nicht gerecht. Merci für das Nullerstreben. Ja, das war ganz explizit. Wen will noch ein bisschen? Carol? Ja, merci. Dann machen wir nicht, wir werden uns abteilen. Ich werde ein bisschen mehr lange auf verschiedene politische Projekte angehen und dann machen wir es nur noch mit den Zuhlenüberblick haben, wie ich ihn haben. Letztes Jahr stehen uns Budgetdebatten am Zeichen von der Corona-Pandemie. Durch den Lockdown respektive die Restriktionen, die wir müssen angefordert gehen, haben einerseits viele Projekte Retare gekriegt und andererseits haben auch die Resette vom Staat und damit auch die Gelder, die wir als Gemengen kriegen, sind auch mehr gering ausgefallen. Wenn wir heute gucken, was wir als Gemeinde im Endeffekt vom Staat gekriegt haben, da gesagt ihnen, dass Lützeburg bis dahin trotz oder gerade wenigst der finanziellen Mittel, die an die Ökonomie gepumpelt sind, durchaus gut durch die Pandemie kommen aus oder auch nach könnt. Das könnte auch den Gemeinden zu gut, auch unsere Gemeinden, denen hier Einnahmen vom Staat am Endeffekt besser sehen, wie es gefahrt gehen ist. Lokal sind wir dieses Jahr hauptsächlich von zwei Evenementen getroffen gehen. Einerseits wird das Projekt um den Neubau von der Petite Marquise gestoppt gehen, weil historisch Vestigen um Sitfond gesehen an eine Proposition de Classement als Monument National vom Kulturministerium gemacht ging aus. Andererseits sind wir mit Juli heute noch von einer Naturkatastrophe getroffen gehen. Tischwasser hat für viel Zerstörung gesorgt und hat sowohl Privatstädt, Geschäfte, wie auch die Stadt erst danach ganz stark betroffen. Ich komme am Detail auf diese Punkte zurück und werde mich auch effektiv das Jahr hauptsächlich auf diese Punkte konzentrieren. Als DP-Fraktion ist es aber wichtig zu betonen, dass wir die zusätzlichen Ausgaben, die wir werden in Relation mit der Marquis haben, respektive die zusätzlichen Ausgaben, die wir in Relation mit der Hochwassersituation haben, werden mitdrohen, wo es nötig ist, und dass wir da auch hinter diesen Depensen stehen. Diese Depensen haben einen großen Impact auf unsere Finanzen. Wenn die Stadt erst danach seit der Gemeinde Finanzreform finanziell eigentlich besser durchsteht, stehen durch die Löcher, die durch die Marquise und auch die Hochwasser entstehen, respektive entstanden sind, nicht mehr schwerer finanziell Zeiten nun. Wir haben bei der Marquise 4 Drohnen schon ca. 6 Millionen investiert, aber zählen unabhängig von den Kosten, die nach uns durchkommen, alle Monat 8.000 Euro, das heißt 96.000 Euro die Jahr und der Proprietär, mit dem wir uns einen Echange von seinem Haus durch Appartement an der neuen Konstruktion aufgemacht hatten. Und plus ging es nach bis zu 7-stelligen Summen Entschädigungen gefragt von den Firmen, die aus dem Projekt realisiert haben. Das ist auch konsiderabel. Was Teichwasser angeht, hatten wir am Anfang am Juli geschaut, dass wir 5 bis 6 Millionen müssen abbringen. Heute sprechen wir von 14 Millionen, wo notamment 8 Millionen für eine provisorische Sportzahl und 3 Millionen für provisorische Container für die Schule dabei sind. Mehr detailliert zu dem Hochwasser. Da will ich drei Punkte angehen. Einerseits das Swivi par rapport zu den Bürger, das Swivi par rapport zu aktuellen und eventuell neuen Hochwassermesuren und auch die Energieversorgung an Irschernach. Par rapport zu den Bürger. Unabhängig vom Budget von der Stadt Irschernach ist ja ein Spendekonto abgemacht gegen vom Schäferrot, worauf bis Ende Oktober ca. 350.000 Euro drauf waren. Das ist eine gute Sache, die wir auch von Anfang an unterstützt haben. Ich meine, dass ich hier ein großes Merci muss für die immense Solidarität, die abgekommen ist, für hier auf die Spendekonto suchen zu sammeln, dass nicht nur aus dem ganzen Land Hilfe kommen, Manpower-Hilfe, aber es sind auch wirklich immens viele Suchen zusammengekommen, die hier hoffentlich auf der richtigen Platz
auch kommen. Und ich denke, dass wir auch los an die Phase von der Verdelung werden kommen. Merci du schon mal dem Gremium, den sich mit den Kriterien befasst, an auch die Demande wird treten. Dass klar gesagt gehen, dass die Suchen, die von der Gemeinde gesammelt gehen, nicht mehr als Drittinstanz gelten. Und das feiert auch dazu, dass wir heute vielleicht noch nicht konnten, soweit sind, dass wir schon viel ausbezahlt haben, weil das klar gesagt gehen, es muss für dich sich unsere Assurance wenden. Mhm. Den Zweitinstanz aus der Stadt, wo ja auch viel Suchen deblockiert gehen, für geholfen zu kriegen an die Drittinstanz. Und die muss ihn dann auch belehren, dass in die zwei ersten Instanzen durchgegangen ist, als dann die Instanz von der Gemeinde. Und da sind auch schon diverse Informationen mit Flyern und so weiter an die Menagen gegangen, was wir auch begrüßen. Wir denken aber auch, dass es nötig wäre, vielleicht übrigens nächstes Jahr, wenn es wirklich mehr akut geht, dass am Anfang die Instanzen da auch aufgeschlossen sind, für dann auch effektiv eine öffentliche Versammlung zu organisieren, für alles darum zu setzen, dass die Suchen, die wir gesammelt haben, dass die auch sollen bei den Leuten ankommen, wo sie auch bei den Leuten, aber den Betrieben, muss ich sagen, weil es noch ganz viele Betriebe betrifft gewesen, für das die auch da sollen kommen. Dann zum Suivi par rapport zu den Heischwassermesuren. Es hat an unserem exzeptionellen Gemeinderat am Juli schon gesagt, dass wir unbedingt eine Bestandsabnahme von unseren Heischwassermesuren müssten machen. Eine Suggestion, die auch von ihr als Chefrat so approbiert ging. Das Bestandsabnahme fanden wir aber leider nicht an unserem Budget für 2022. Das ist etwas, was wir bedauern. Wir müssen uns aber konkret mit weiteren Mesuren beschäftigen an den Frauen, wie wir in Zukunft auf Starkrein reagieren, ob wir eventuell weitere Retentionsflächen brauchen, ob wir Landzauer für uns erst noch irgendwo auch vielleicht noch Wasser können weiter abfangen, ob Zauer vielleicht doch wie ob der Mussel muss mit Dave ausgegraben gehen, also weiter. Es stellen sich viele Frauen. Am Juli hatte ich auch gesagt, dass wenn wir die Leute, auch für allem die Leute, die neu auf Erstanach kommen, dass wir die müssen sensibilisieren und besser auch auf Heischwasser vorbereiten. Auch das Überlegung war demnächst vom Bürgermeister gut gehecht, dass von einem Heischwasser geht, geschwärzt wird, mit dem Moment auch begrüßt haben. Es hat nur an dem Budget 22 gefehlt, dass die Idee von dem Heischwasser geht, auch abgeworfen wird, dass es auch effektiv vorgesehen ist am Budget 22. Das Heischwasser ist nur noch präsent an den Kopf von den Leuten, sogar auch an den Kopf von den Administrationen. Und das du wählst an Eisen an, auch nur den Moment. Es ist wichtig, dass es schnell am Swivi ist, dass wir uns auch weiterhin nur um die Heischwasserprävention kümmern. An dem Sinn gingen wir auch begrüßen, wenn zusammen mit dem Umweltminister und notamment auch ihrer Wasserverwaltung, so wie das an unserer Nobischgemeinde Rosbad-Mompisch gemerkt ging, auch hier eine öffentliche Versammlung ging, organisiert ging, wo die Leute auch erklärt wird, was sie können und präventive Mesuren bei sich daheim holen, für sich so gut wie möglich auf Starkrein oder Heischwasser von der Sauer können zu präparieren. Ein ähnliches Remark wie die heute gilt für die Energieversorgung von der Stadt, die wir auch schon an den letzten Gemeinderatssitzungen angeschwärzt hatten. Wir müssen die Leute, die an erster nach wohnen, besser über die Möglichkeiten, die sie haben, abklären und dabei auch auf Heischwasser-Risikozonen aufmerksam machen. Viele Leute haben sich nur um Heischwasser vorgestellt, ob sie weiterhin auf den Masut sollen setzen oder ob eine Gasversorgung sollen übergehen. Die Gasleitungen gehen seit letztem Jahr mehr intensiv an erster Nacht verlöscht, habe ich den Thema 250.000 Euro 2021 an dieselben Monate auch für 2022 am Budget stehen. Die Uda ist rezent gesagt, dass der Gas hauptsächlich bis an den alle Kehr von erster Nacht soll kommen und dass wir rezent respektive Neukartien erster auf erneuerbare Energien sollen zurückgreifen. Auch auf diesem Punkt wäre dann Eisen auch wichtig, für die Bürger zu informieren. Auf ihr Wett nicht, auch eventuell an derselben Infoversammlung beim Umweltminister, wo die Leute dann noch über Subsidien für erneuerbare Energien können abgeklärt gehen. Vom Heischwasser ging es auf Marquis rübergehen. An den letzten Gemeinderatssitzungen und auch an der Presse wurde ich als Chefrat doch wirklich stark beschwert, dass es mit den archäologischen Arbeiten um Sitten nicht ging Führung gehen, dass wir als Gemeinde von Hingehalten gehen und auch wenn es aktuell höchst finanziell Perten hätten. Bref, es sind ganz stark Kritiken und das Kulturminister adressiert gehen. Als CP-Fraktion sind wir damit aufverstanden, dass es wirklich muss weitergehen und dass wir auch alles sollen darauf setzen, dass die Arbeiten schnell aufgeschlossen gehen,
die Recherchen um SIT können, da tun wir eigentlich auch heute Mittag nach ein paar gesagt, nicht ad eternum weitergehen. Ihr vergisst aber auch, dass auch vier rund im historischen Fundus schon immer viel Zeit verloren gegangen ist und da auch schon viel Geld an dem SIT von der Marquise do investiert gauf. An den ersten Verträgen, die gemacht wurden, stung, dass 2020, 2021 die Bauten von der neuen Marquise schon sollten fertig sein. Und es leidet nicht um Kulturminister, dass man 2020, 2021 noch nicht fertig war. Nachdem die Al Petite Marquise vier Runde Wahlen 2017 immens schnell aufgerappt war, als für das erste Mal an einer ganz langen Zeit nichts geschieht. Wir sind als Gemeinde, die als Chefrot und plus schlecht, und ihr wisst alle gut, denn das war ein Konsens, den wir hatten. Wir sind leider ganz schlecht berode gehen. Und wir haben 2019 die schlechte Nouvelle gekriegt, dass die Kosten von diesem Projekt von 10,75 auf 14 Millionen, also um 30% an die Luft gehen, was ein finanzielles Surcharge für die Stadt Eschenach war, an dem Moment effektiv auch schon dick an die Kosten geschlagen hat. Dennoch haben wir uns von der Firma getrennt, die das Projekt eigentlich supervisieren sollte, und wir mussten andere Leute engagieren, für das Projekt weiterzuführen. Das hat als nächstes für weiter Kosten gesorgt. Allein, wo das Kulturministerium das SIT will als Nationalmonument klassieren, vergisst ihr an diesen Ehren bewusst alles, was für drin schon schiefgelaufen ist. Es war ein Projekt ein Risiko. Und es kann Ihnen aber nicht sagen, dass alles, was viel drin war, komplett richtig gelaufen ist. Und wenn der Eschlo komplett konsequent wird und auch gegen das Kulturministerium geht, dann sollte man als Gemeinde an Eisenahn aber auch eine Entschädigung freuen bei der Firma, die aber unser Projekt auch schon zum Teil verbockt hat, weil darüber ist nie geschwärt gehen, ob man da die Mehrkosten, die man hat, dann irgendwo antreiben gehen. Also nicht mehr, ob das Kulturministerium schießen, das ist nicht richtig. 2017 bis 2020 sind auch Sachen geschehen und die sollten heute nicht vergessen gehen. Für das, was von uns ist, können wir alle Guten kein Responsabel machen und du hast auch kein Minister responsabel. Wir können auch nicht daran erinnern, als sollten, so wie unsere Fraktion von Anfang an gesagt hat, einfach das Beste aus der Situation machen. Auf diesem Punkt bedauern wir als DP auch ganz stark, die immens negative Haltung, die dir als Chefrot, indem es mit Proposition der Klassement den 30. April des Jahres Kriton öffentlich angeholt hat. Als Konklusion, die ich am Gemeinderat vom 1. Mai 2021 präsentiert hat, als er bleibt aktuell. Schon damals gesagt, wir sollten als Gemeinde ein positiv Approach zu dem, was von Ginas anholen, und es als Plus-Value für unsere Stadt gesehen. Am Interesse von allen Betroffenen und am Dialog mit den staatlichen Instanzen muss geguckt gehen, was in welchen Konditionen realisabel ist. Als Gemeinde sollte man dabei eine proaktive Haltung anholen, und sowohl auf die konzernierten Privatleute, Firmen, wie auch auf die staatlichen Instanzen durchgehen. Die schenkt ihr als Position zu Herz geholt haben, und mittlerweile nicht mehr gegen die Proposition des Klassements vom Kulturministerium wollen zu agieren. Das begrüße mir, gerade wie er den Marsch, die da geholt hat, für von einem Architektenbüro ein Lomol eine Idee ausschaffen zu lassen, für zu gucken, wie man das SIT könnte gestalten. Es bringt uns aktuell leider nichts, für Schuldzuweisungen, Roserei und Druck auf das Kulturministerium auszuüben. Erst danach ist nämlich, und das ist wichtig, ob die finanzielle Hilfe vom Staat bei diesem Projekt angewiesen. Wir sollten du wenigst mit dem Kulturministerium zusammenarbeiten und gucken, wie wir das Projekt, das geplant war, an einem anderen, adaptierten Kader können umsetzen. Das am Respekt von dem, was von Ginas ist und was wir auch in Wallen setzen sollen. Da will ich noch zu verschiedenen anderen Projekten ein paar Worte sagen. Als ich zum Projekt Shopping erster noch. Die Situation im lokalen Kommerz war vor dem Heischwasser schon schwierig und ist seitdem natürlich noch deutlich mehr schlimm gehen. Die Katastrophe, die wir erlebt haben, spielt allo dem Shoppingprojekt an Karten, was mehr Flaschen Eidelstil, was das Projekt am Endeffekt mehr realisabel geht. Das ist alle Guten darüber gelegen, für erst danach als die Geschäftsstadt zu erhalten, wie sie immer war und wie sie auch an Eisenern noch immer ist. Als DP-Fraktion sehen wir aber weiterhin ein paar Bemollen an dem Shopping-Eschternach-Projekt, das von der Majorität proposiert wird. Wir haben als Stadt Eschternach mit diesem Projekt immens viel Suchen an die Hand, für neue Geschäftsleute und notamment für Marken auf Eschternach zu zählen. Entretemps ist ca. 1 Million an das Projekt gegangen, wird extrem viel Suchen sind
ohne dass bis heute ein Geschäft abgemacht wird. Am Budget für 2022 steht weiter ca. 300.000 Euro. Wenn so viele Suchen an externer gestartet gehen, sind wir der Meinung, dass wir auch Suchen an die Hand müssen holen, für die zu fördern, die noch da sind. Außerdem, der wird auf keinen Fall zu einer Art Demarchage von denen kommen, die heute da sind. Dieses Risiko besteht dadurch, dass wir ein Minimum auf Fläche brauchen, für das Projekt zu realisieren. Mit momentanen Wäschfällen von der Marquise und dem Projekt auf der Alaga fehlen aber Surfassen, die viel drunter geplant waren. Es darf auch kein anderes Commerce, Restaurant oder Hotel, den sich weltweit zuerst noch niederlassen, gebremst gehen, weil das Shoppingprojekt muss realisiert gehen. Also Message ist übrigens den, dass wenn wir an ein Shoppingprojekt investieren, da parallel auch der Rest von den Geschäftsleuten, die da sind, auch weiterhin unterstützen, für das auch sie weiter bestehen können. Wir haben außerdem weiterhin als Schwierigkeiten mit dem Konzept vom Outlet. Wir haben erklärt, dass Outlet an diesen Zeiten in wäre. Und durchaus wird Potenzial von der Stadt an die potenziell Klienten, die man da im Gegend ausschwätzen, auch heute zuerst noch kein Zeichen. Da das alles zu wünschen, wenn es zu der Exekution von dem Projekt kommt. Mir ob das Konzept vom Outlet wirklich bei die älteste Stadt vom Land passt, bei einer Kulturstadt, bleibt an diesen Ehren aber trotzdem fragwürdig. Der größte Bebol oder besser gesagt, der größte Risikofaktor bei diesem Projekt ist als aber von unserem Gemengebruder vom Projekt von Anfang an selber nur gedroht gehen. Das Projekt steht und fällt nämlich mit unserer Verkehrs- und Parksituation. Und da komme ich auf den nächsten Punkt, den ich wollte ausschwätzen. Bei der Verkehrssituation an erster Nacht ist eine Responsabilität partagiert zwischen dem Staat und der Gemeinde. Es gibt eine Reihe Staatsstraßen, wir haben aber auch viele Gemeindestraßen. Leider ist das große nationale Projekt im Dienerort Entlastungsstraße Biselo nicht so viel gegangen, wie wir uns das gewünscht hätten. Das dafür zu begrüßen, dass das Projekt nächstes Jahr um Morgenstern wird weitergehen und so auch eine Reihe Dependenzen von der Gemeinde ausstehen. Als Gemeinde muss man auch weiterhin hinter der Realisation von diesem Projekt stehen und auch fördern, dass es konsequent weitergeht. Beim Parking ist die Situation ein bisschen anders. Du hast die Stadt erst danach selber gefordert. Aber keine Parkplätze da sind, respektive keine Parkplätze am Kehr von erst danach, und so bewusst am Kehr von erst danach, da kann auch kein Shoppingprojekt Realität gehen. Es muss sich einfach den Klienten vorstellen, den man zu seinen Tuten durch erst danach geht. Es ist nicht realistisch zu mengen, dass Schiedereien sich wert um See parken, dann den Bus holen, für dann hinno nächst Trick auf den See zu trippeln oder mit dem Bus zu fahren. Das wollen, wie wir ganz rezent an einem lokalen Tourismus-Workshop gesucht kriegen, außerdem auch mal die Wanderer nicht, die ob erst danach kommen. Sie wollen nicht sich außerhalb von erst danach müssen parken, für dann aus dem Kehr von erst danach fort von ihrem Trippelweg zu gehen. Wir brauchen dafür für die Realisierung vom Shoppingprojekt, wenn der Welt das Shoppingprojekt umsetzen, definitiv auch Parkplätze am Kehr von erst danach. Der Parking an der Rue des Bénédictins ist da ein neuer Parking. Geht auch an der Last ganz viel mehr genutzt wie vier Drohnen. Und wir begrüßen als Fraktion auch, dass diese soll ausgebaut gehen, dann dass in Zukunft da ein Etagenparking soll entstehen. Allerdings stehen am Budget für 2022 hatte ich gemeint, just für die Tüte, aber ich habe auch noch ein an der Ausführung vom Bürgermeister, sodass ich meine, dass ich mich da vielleicht hoffentlich geirrt habe und dass da auch schon Exekutionsfreien mit dabei sind. Dieses Projekt muss an unseren Ehren auch eine Priorität sein. Und das für was auch nicht an einer Joint Venture mit dem Staat. Mit einem direkten Ausschluss und Entlastungsstraße, die dann auch dolo soll, weitergefeuert gehen. Und das zum Beispiel mit einer U-Bahnung um Terrain von der Freier Schreinerei. Diese mehr großen Park and Ride bringt nämlich auch eine wesentliche Reduzierung vom Durchgangsverkehr. Hier muss der Schäfer oder den Eisenern auch den Kontakt mit den zuständigen Ministerien abholen, für das dieses Projekt auch subventioniert wird. Ein Fehler ist an Eisenern vom Schäferrot gemerkt gehen, an dem es auf der Alaga nicht von Anfang an ein rengt Parkhaus geplant und direkt umgesetzt ging. An dem Budget in 2017 bis 2020 ist nach jetzt gegangen von einem Bâtiment multifunktionell, der soll entstehen, aber wo dann neben Geschäftsfläche auch Parkplätze sollten drankommen.
für diese Bâtiment multifunktionell sind am ganzen 423.000 Euro investiert gehen, die LO 14. Geschäftsflash war am Endeffekt just Mittel zum Zweck für das Shoppingprojekt, für mehr Flash für dieses Projekt rauszuschlagen. Das DP-Fraktion, die gesagt hat, dass wir auf der Platz das sollten ein Rang Parkhaus bauen und das, für das so schnell wie möglich ein Parkhaus da entsteht, zum Beispiel von anderen Gemeinden, wie zum Beispiel Ettelbrück, wir werden nicht auch ein amovibles Parkhaus. Keine riesige Konstruktion, mehr praktisch, eng praktisch mit Parkplätzen, die auch schnell können, belöscht gehen. Es könnte hoffentlich 2022 endlich ein Parkhaus dahin, da das gut, mir das einfach zu viel Zeit und zu viel Geld da verloren gegangen. Auch endlich umgesetzt, nachdem es mir als DP-Fraktion proposiert hatten und noch x-mal am Gemeinderat noch gefragt hatten, sind die schräg Parkplätze, die vis-à-vis von der Post dabei kommen sind, es fehlen noch weiter so Parkplätze, die auch an der Rue du Pont angezeichnet mussten gehen. Auch das war eine Forderung von der DP. Ein anderer wichtiger Parking am Kern von Irsternach ist der bei der Aller Jugendherberge. Seit 2019 steht ein Agrandissement und Reaménagement von diesem Parking am Budget von der Gemeinde. Bis los allerdings nach Neustau geschieht als DP-Fraktion, stellen wir uns für dieses Projekt auch froh, ob ich nicht auf dieser Platz auch eine Konstruktion mit einer oder eventuell zwei Etagen könnte machen, für auch hier noch mehr Parking dabei zu kriegen. Es wäre ein zusätzlicher und mehr großer zentraler Parking am Sinn von der Geschäftswelt. Dann noch ein paar Remarken zu einer Projekten an Investitionen aus dem Budget. Das aktuell größte Projekt, den umlaufen ist, ist die Schule. Dieses Projekt ist Gott sei Dank von größeren Heischwasserschirren verschont geblieben und geht auch gut voran. Und dafür kann ich bei diesem Projekt durchaus ein Lauf ausschwätzen, dass viel und es gut geschafft gehen. Das gesagt den auch um Budgetrektifier von 21. Und wir hoffen alle, dass wir dieses flotte Projekt gerade so gut führen können und dass auch 2023, wie geplant, die Schule kann abgehen. Als alle Primärschulen, das ist eine Realität, als nämlich beim Heischwasser noch mehr marot gehen, wie sie viel drauf war, an Qualität der Wie oder Qualität der Tüte, als du wirklich extrem schlecht. Ein Projekt, das von der DP gefordert, an der Lo umgesetzt gehen oder gehen, nicht in das Trab, das der Camping mit dem Trostknäpsch verbindet, schon lange von der DP gefordert, als das Jahr gemacht gehen. Parkplätze am Kern von Irsternach hatte ich schon genannt. Das ist auch endlich eine neue Mivellierung am Stadtkehr, nicht einmal an der Halle Gas 4 gesehen, das wird als Stadt sicher abwerten. Für als Erinnerungskultur und den Zweiten Weltkrieg ist einerseits die Mise en état von der Paulsplatte und die Wand Bisch am Krieg, Krieg am Bisch für 22 Nies 4 gesehen, wird mir absolut begrüßen. Und gedenk Förderung für Schwammkuren bei kleinen Kanner 4 gesehen, ganz wichtig, solange wie man keine Piscine hat zuerst danach für die Kanner haben. Außerdem soll ein Fitnessparcours auf die See kommen, ein Projekt, nach dem wir auch als Fraktion schon mit DAX-Hai gefroht hatten. Weitere Projekte, die wir als DP gefordert haben, die auch gut geheischt gehen, mir die aber noch nicht umgesetzt gehen. Wie auch schon die letzten Jahre bedauern wir weiterhin, dass nicht mehr für Personen an Mobilität reduziert am Kern von Irsternach gemerkt wird. Wir haben immer viele Posten am Budget stehen und glauben auch, dass es ihr auch darum gelegen ist, für das Projekt auch weiterzubringen. Mir geht definitiv aber zu los führen. Mir haben viele älter Leute, die an Irsternach wohnen, beim Ausbau vom Spital, kommen dann noch ein paar dabei, und wir müssen da wenigstens unbedingt als Infrastrukturen besser zugänglich machen. Die Umsetzung vom Willows-Konzept von 2011 bleibt auch immens mehr, und es sind auch nach wie vor ganz wenig Willows-Sterne an Irsternach disponibel, für das wir auch wirklich zu einer Willows-Stadt gehen. Vielleicht kann Ihnen die Willows-Sterne ja auch zusammen mit der neuen Mivellierung, die vier gesehen ist, auch an Angriff holen. Der letzte Punkt, auf den ich will angehen, ist generell Subventionspolitik von der Gemeinde im Niveau von unseren Gemeinden resetten. Und am Ende will ich näher darauf zurückkommen, dass wir dieses Jahr, so wie auch schon die Jahre für drin, ein Dickrüsch vom Ministerium des Interieurs punkto abstellen und umsetzen von unserem Budget gekriegt haben. Wir gehen als Gemeinde auf diesem Punkt ein ganz schlechtes Bild auf und müssen uns da auch definitiv und konsequent in Zukunft verbessern. Die sind als Chefrot politisch responsabel für das Budget und müssen dafür sorgen, dass wir die Schwarz-Peteren in Zukunft auch nicht mehr kriegen. Dann mehr konkret zu den Subsidien. Zu einem kompletten Budget
an einer responsabler Politik, und für allem, wenn die finanzielle Situation von unserer Gemeinde delikat ist, gehört auch, dass wir als Gemeinde, da wo es möglich ist, auch noch unsere Sätze gucken. Es müssen Subsidien, Subventionen angefroht gehen. Und auch auf diesem Punkt sind wir leider immens schwer. Das Jahr haben wir die Konten als Gemeinderat angeholt für Projekte, die schon Jahren, ja bald 10 Jahre alt waren. Das ist nicht nur nicht gut, mir feiert auch dazu, dass wir nur so viele Jahre auch keine Summe mehr vom Staat zurückkriegen können. Also Budget geht damit hypothekiert. Wir stellen als Fraktion auch regelmäßig die Frage, ob ein Subsid par rapport zu einem Projekt gefordert gehen ist. Und ganz oft müssen wir feststellen, dass dir als Chefrat ihr Hausaufgaben auf diesem Punkt nicht macht und damit als nächstes unser Budget auch schützt. Auch beim aktuellen Budget sind also pur fehlende Subsidien an der Gefall. Den Atelier vom Fürster, als über die letzten Jahre an auch ein Lohn nach für ca. 615.000 Euro renoviert gehen. Es steht kein Reset, also kein Subsid am Budget zu diesem Punkt, obwohl ein so ein für Serviceregie beim Interieur freuen kann. An der Gemeinde sind Modernisierungs- und Vergrößerungsarbeiten für ca. 400.000 Millionen gemacht gehen. Es steht kein Reset, also kein Subsid am Budget zu diesem Punkt, obwohl ein so ein für Extension, Modernisation von den Mairien beim Interieur freuen kann. Für Trab vom Camping auf den Trostknäppchen, die 42.000 Euro kostet, steht kein Subsid am Budget, obwohl ihnen beim Tourismus freuen kann. Es hat weiter ein paar mögliche Subsidien in Relation mit den staatlichen Programmen Restart, die am Sport und am Tourismus nach der Pandemie mit 2020 präsentiert gesehen, hätte ich am Gemeinderat abgeworfen und suggeriert, und auch auf diese Punkte als Eisenswissens noch kein Subsid für laufende Projekte angefroht gehen. Allein die verspätenden Konten an die abgeforderten Beispiele von Subsidien, die nicht gefroht gehen, weisen, dass keine seriöse Subsidiepolitik am Sinn von Resetten für unser Budget von jeder als Chefrat gemacht gehen. Das muss ich unbedingt ändern, als Subsid, egal ob großen oder kleinen, hat seine Wichtigkeit und das sowohl an guten finanziellen Zeiten wie auch an Situationen wie der von unseren Finanzen von den nächsten Jahren. Es werden finanziell schwere Jahre auf uns durchkommen, dafür ist es umso mehr wichtig, dass unser Budget komplett ist und dass auch alle möglichen Subsidien angefroht gehen. Als Konklusion will ich sagen, dass es natürlich nicht möglich ist, für alle Punkte aus dem Budget umzuschwätzen. Das Jahr waren uns als DP Punkte im Teichwasser und Marquis am wichtigsten, weil sie an uns auch den größten Impact hatten. Und auch wenn wir positive Elemente gesehen und die auch auf Gehörven haben, schon probiert, das equilibriert zu machen, stimmen wir wenigstens die Kritiken, die ich abgeworfen habe. Stimmen wir aber sowohl beim Budget rectifier 21 wie auch beim Budget 22 gegen das Budget. Dann ging der Mars nach dem Wort für die mir technische Sache. Merci. Ich schwätze nicht so lange wie du. Ich meine, du hast alles am Detail gebraucht. Beim ordinären Haushalt 2021, beim Rektifier, ging mir so, dass wir trotz vieler Schrummen nach relativ gut weggekommen sind. 2,1% mehr Resetten wie angekündigt, 5% mehr Depensen, was ein Überschuss von 3,1 Millionen ausweist, zu den 1,05 Millionen, die angekündigt waren. Das hauptsächlich durch Annuitäten, 1,2 Millionen, die nicht zu Buch geschlossen sind, also nicht ein gezogener Kredit, an 5,3% mehr Einnahmen über den Fonds Dotation Global und noch 10% mehr Impôt Commercial, 0,2 Millionen. Beim außerordentlichen Haushalt 21 rectifié als Festzahlen, und das schon sei angeklungen, dass die angekündigten Ausgaben zu 82% realisiert gingen, wenn ihr bedenkt, dass die Jahre für drun nie in real an in realistische Abschätzung haben vierluch. 2018 47% realisiert, 19 44 an 2020 43,5%. Aber man merkt sogar, dass das Budget die Ausgaben zu 100% realisiert gewähren, wenn nicht ein Stopp von der Marquis kommen wäre oder aber durch Knappheit von verschiedenen Rohstoffen den einen oder den anderen Chantier in der Brach gehen als.
Bei den Einnahmen ist es positiv festzuhalten, dass nur langem werden endlich die 6,8 Millionen vom Centre de Secours angetroffen sind, was auch schon Zeit ernimmt Ginas. Kommen wir dann zum Haushalt 22, ordinären, den alles nicht wie gesund aussieht. Das erste in prekär Situation. Resetten liegt um 2,1% an die Luft von 30,5 auf 31,2 Millionen. Mit Depensen par Konto um 11,13% steigen vis-à-vis von 21 rectifiés. Wo also nach einem minimalen Überschuss von 0,7 Millionen unter dem Strich bleibt, was schon Kapzerbrechens berät. Ich meine, das ist ganz klar alarmierend, als soll ihn das auch als ganz seriös am A behalten. 2018 hatten wir nach 5,4 Millionen, 2019 5,6 Millionen, und 2020 und 2021 immerhin nach 3 Millionen. Obwohl wir dieses Jahr die Resetten um 3,9% vom Fonds de Dotation Global mehr kriegen wie 2021. Die Plus und Depensen kennt hauptsächlich über Annuitäten von Emprunt 2 Millionen an Salären, die bald 35% von den Ausgaben machen. Den ordinären Budget kann also hauptsächlich nimmer positiv ausfallen, wenn wir schnellstens das Abonnezöl nach oben bringen, für mehr aus dem Fonds Dotation Global zu kriegen. Wir leider haben die Zöllen über die letzten 7-8 Jahre stagniert, wie wir es am Plan pluriannuell präsentiert haben. Auch soll die Ausgabe vom Personal am A behalten. Positiv ist es von der Musikshow durch die Konvention mit den Opischgemengen, die ein Plus jährlich von 5% bringen, und das nach bis 2023. Ab 2023 soll ja auch dann neue Schlüssel kommen, was Partizipation vom Staat betrifft für Musikschulen. Auch als wohl in Kehe beim Staat darüber diskutiert gehen, für Subsidien von den Kulturhäusern hier im Land generell zu überschaffen, für sie besser zu unterstützen. Leider ist dann noch nichts rausgekommen. Und hier ging mit dem Chef Roth proposieren, für ein Interview beim Kulturministerium zu holen, wie dass das Subsid vom Trifolion auch schon seit Jahren unverändert ist. Beim 2022-Budget extraordinär gehen wir natürlich gebeidelt durch Tischwasser schiert. Das ist aber schon ein paar Mal hier angeklungen. In streng Austeritätspolitik ist keine Option, richtig. Zu viel Schulden sind auch keine Lösung. Es soll sozial vertretbar sein, vorsichtig und umsichtig und auch die richtigen Prioritäten setzen. Andere hätten also Plus von 30% zu vermerken vis-à-vis von 2021. Das sind natürlich hauptsächlich Urleihen von 31,5 Millionen. Auf 45% in Erhöhung von den Depensen, von 64 zu 44,1 Millionen. Was enorm ist. Mehr, wie gesagt, Tischwasser wird hier enorm auch dazu beigetragen. Und auch hier, oder gerade hier, sollte wirklich alles in der Höhle vom Chef Roth für die Stadt mit an Pflicht, mit an Verantwortung zu holen. Aber wir meinen hier auch substanziell an nicht gepflegt ist. Hier sollen und müssen alle Schritte in der Höhle gehen, administrativ, solange die Regel der Lage, für nicht zu riskieren, eine wichtige Projekte für erst einmal rauszuschieben oder sogar zu opfern. Gedanken machen wir uns auch, wie die Servicetechnik über 65 bis 70 Projekte auf den Weg bringen soll. Devis, Ausschreibung, Kontrolle, Suivi, Abnahme. Und das kennen wir aus den vergangenen Jahren. Lang für 2022 sind über 30 neue Investitionsposten am Budget, zusätzlich zu denen, die 2021 leihen geblieben sind. Investiere Chance, aber es kann ich nicht alle Projekte umsetzen, an Heigeld, wie Uwe gesagt, die richtigen Prioritäten zu setzen. Abschließend wollte ich auch nach Präsentation vom Plan Pluriannuell begrüßen, wo man eine bessere Einschätzung für die finanzielle Situation kriegt. Der Plan sollte aber noch anfangs nächstes Jahr adaptiert gehen und die neuesten Kenntnisse erschiffern. Auch von hier aus große Merci und Finanzkommission
für Ihren sachlichen, ganz detaillierten Rapport. Merci. Ja, merci der DP-Fraktion. Machen wir die Rolle für die Sozialisten weiter und dann CSV Aufschluss. Ist das okay? Ja. Glück. Ja. Also ich meine, das will schon viel geschwärzt gehen. Ich werde mich da ein bisschen mehr kurz halten. Ich meine, wir haben seit 2 Jahren sind wir in einer Situation, die exzeptionell ist. Ich meine, die man noch nie viel drin hatten. Einerseits hat man Jahre, was geprägt war durch Pandemie. Wir hatten nur Jahre, das geprägt war durch Pandemie. Anti-Verschwemmungen, was 2 Evenemente sind, die auch ihren Impact am Budget von der Gemeinde mit sich bräuchten. Ich meine, die ersten nachher Finanzen, das wären nie die allergesundsten. Ich meine, das sind wir uns bewusst. Wenn wir in den letzten Jahren konnten Finanzen sanieren, und ich meine, da waren wir beim guten Weg. Aber wie gesagt, wir sind ausgebremst gehen, durch die Pandemie, wir sind nur ein bisschen belastet gehen, durch die Verschwemmungen, die dabei kommen sind. Und ich meine, das möchte ich einfach bemerkbar. Wenn ich aber da gucke, das Budget 2022, also aber trotzdem, wie die Nive doch schon gesagt hat, eigentlich an der Verlängerung von dem, was gemacht ging, also was auf welcher Bräuch ging. Also, und ich meine, das ist ein Budget, den aber dann reflektiert, dass die Gemeinde, den Chef Rothai, wirklich die nötigen Projekte möchte und investiert an das, was auch für die Lebensqualität von den Leuten wichtig ist. Wir haben einerseits das große Projekt von der GER, der Campus GER, mit der neuen Schule, mit den Sportinfrastrukturen, mit dem Parkhaus. Sicherlich ist den Dreienfall von der ganzen Realisation ein bisschen durch eine Egerheit gehen mit den Überschwemmungen. Wir haben aber, wie nie gesagt, die Chance, das Projekt von der Sportzahl, von der Piscine, können vorzuziehen, was am Endeffekt vielleicht nicht so verkehrt ist, dass sie dann aber dann eine ordentliche Infrastruktur für als Schule und auch für die Lycée dann parat wird. Der Park ging also geschwärzt ging auf der Gare. Ich meine, da war so viel darüber diskutiert gehen, das hätte ihn können so machen, das hätte ihn können so machen. Im Endeffekt ist, wir sind aber dabei, ein Park ging zu planen, den noch dann, denke ich, auch demnächst wird können nur Gruff geholt gehen, den aber nur mal die nötig bis werden, geht aufdecken und den als ein bisschen Luft geht verschärfen, was die Parksituation um die ALG betrifft. Es sind ganz viele Investitionen gemacht, gehen an den Logement, so geklungen, mit Häuser abkaufen, die los sicherlich noch nicht an Angriff können geholt gehen. Ich meine, mit, die 2 Häuser auf dem Marktplatz, wo man nur für ein paar Monate das verteilt, da muss ja auch dann mal vielleicht eine Bestandsabnahme gemacht gehen, da muss geguckt gehen, was muss renoviert gehen, wie gehen wir renovieren. Und dann können wir ja auch mal ein Projekt ausschreiben, für dann die Arbeiten umzugehen. Und ich meine, das ist eben heutzutage, das braucht alles in Zeit, wie das könnt. Was aber auch umgangen ist, und ich meine, da hat das Majorität, aber wirklich kann sich das heischrechnen, das ist dann, die Realisation von den Orten geht. Die Realisation von Mittelgrund, was Lotissementen sind, die aber los zum Aufschluss kommen, wo demnächst kann angefangen gehen mit Bauen. Und es ist sicher immer um Kleinigkeiten, die könnten besser laufen. Ich meine, wir sind aber hier um guten Weg. Und das sind auch Investitionen, die in Zukunft, die sich auch irgendwann erklären, reperkutieren, ob das Leben halt zuerst danach, sie wird das Sozialleben, sie wird auch das ökonomische Leben. Und da muss man natürlich auch auf die Menge Finanzen. Es sind viele Infrastrukturarbeiten noch geklungen. Ich meine, Straßeninfrastrukturen war immer ein leidiges Thema. Wir haben, ich weiß das ja aus meiner Erfahrung aus dem Chef Roh, das ist immer schwer geworden, weil wir da gesagt haben, wir müssten eigentlich die Straße machen, mehr, wenn wir die anderen Projekte realisieren, müssen wir wenigstens eine neue Straße zu haben, wo dann noch im Kamion drüber fahren und alles gut ist, sodass immer alles ein bisschen auf den Kopf gereiht ging. Also das ist ein bisschen halt das erste nachher Spiel, wenn ich so kann so, und ich meine, kann ich bald sich und darunter orientieren, wie der Rhythmus von der Sprangprozession ist. Wir wollen immer ein bisschen ein paar Schritte nach vier kommen und dann haben wir Situationen, die uns ein paar Schritte nach anderen versetzen. Große, ganze Menge ist aber der Zeit ein Budget, den sich wirklich anschreibt an eine Kontinuität. Er wird investiert an die Zukunft von erster nach, er wird investiert an die Lebensqualität von erster nach. Das, wie oft er gesagt hat, sind keine Projekte, die sind nice to have, mit sind wirklich Projekte, die sind must to have. Und das Keluxsystem ist hier erlauben, mit das wirklich das aller Notwendigste, was wir auch gehen. Und ich denke, wo auch erst danach, und das muss man ja alle gut noch bewusst sein, erst danach ein ganz paar Jahre Retare muss abschaffen, an allem, was wir im Gange sind, umzusetzen. Wie gesagt, für uns ist das heute ein Budget, den sich anschreibt, eine gewisse Kontinuität, die natürlich eine große Herausforderung wird gehen, um finanzielle Plan, weil wir wahrscheinlich müssen aber anbrennen, abholen gehen,
die man in den letzten Jahren Gott sei Dank nicht müssen an dem Maß an Ausspruch holen, wie das mal viel gewesen war. Es sind auch zuversichtlich, dass man das heute auch hinkriegen und dass man die Projekte auch können realisieren, ohne die Situation von der Stadt erst nach finanziell so stark zu belasten, dass man an einem Jahr mit dem Rick zur Mauer stehen und dass man dann nicht mehr können machen. Dafür meine ich, als für uns das Budget ein Budget, das sich wirklich an Kontinuität anschreibt und dem Jahr, da wird dann voll und ganz mit dran. Ja, merci, Luc. Jean-Claude, was ist eine Person? Ich meine, dass viel gesucht gehen. Ich meine, die Koalition, die Lodoas, sind auch Ningioa, die eine ganze Reihe von Projekten auf der Webboard, die Zukunft von Nierstanach in den nächsten 20, 30 Jahren werden definieren. Der ist gesucht in Campus Gar, Dr. Gerd, Marquis, wo man versucht, für uns zu kommen. Wir haben uns all die Jahre auf einen komfortablen Gewinn am Budget ordinär gesteigt. Und es sind ein bisschen Ziffern, es sind noch schon viele Ziffern gesagt. Der Mars hat dann notamment schon gesagt. Die schlechten, wenn ich zurückgehe, sind schon lange dabei. 2013 hatten wir an den Konten einen Gewinn von 51.340 Euro. 2014 0,9 Millionen. Und da noch, als da besser ging, da sind wir auf, an der Konto von 2016 sind wir auf 2,8 Millionen Boni gekommen, 2017 auf 4 Millionen, 2018 auf 5 Millionen, 2019 auf 6 Millionen, 2020 auf 5 Millionen. Das heißt, wir hatten einen komfortablen Gewinn am Ordinären, mit dem wir schaffen konnten. Und du hast das gegangen, ein bisschen wie bei den Privatleuten, wenn Schicksalsschläge kommen, die können praktisch an der Surrendettement geheilen. Das war natürlich das Stoppen von der Marquise. Und dann natürlich die Inundationen. Ich meine, die Ziffern, die neuen Teilen. Wir kommen dann am 2022 provisionellement dann just nach einem Boni von 720.000. Und das eben dadurch, dass all die Prähen, die man musste noch abholen. Ich meine, es sind praktisch 5 Millionen Annuitäten an Interesse vorgesehen an unserem Budget vom nächsten Jahr. Alles hängt davon ab, am Fungerhol über die Subsidien, die kommen vom Staat, was die Inundationen belangt, an, wie man mit der Marquis weiterkommen. Notamment Damoklesschwert von den Auffindungen von der Konstruktionsfirma, die uns auch den Arrangement, den wir mit denen fanden. Das werden noch ein paar Millionen sein, die bei den 6 Millionen von der Marquise dabei kommen. Ich meine, es geht darum, dass wir an dem Projekt so schnell wie möglich für uns zu kommen, dass der wohl nicht jahrelang schläfen, dass da nicht geschieht, dass wir auf den Projekt fahren werden, den du realisiert wird. Da muss man ganz vigilant sein. Die Nationen haben schon gesagt. Wir hoffen, dass das eben am Ordinären dann nächstes Jahr aber besser geht, wie wir vier gesehen. Ich meine, nur die Projekte, die sind umlaufen, wir können die nicht stoppen. Das ist sicher, dass wir ein bisschen Navigation à vue machen. Wenn ihr guckt, was los bei uns durchkommt, die Katastrophen. Wir machen das Beste am gucken für also ein Budget am Markt zu behalten. Ich meine, wenn so Katastrophen kommen, eben wie mit den Nationen, da berichten die schönsten provisionellen Budgets zu summen. Ich meine, wir müssen alle gut in den selben Tag lenken zeigen und gucken, eben, dass das Schiff erst danach Firo kennt. Ja, merci Jean-Claude und Christoph. Dann gehst du das Wort. Merci. Ja, der Vierdeel als letzter Redner ist das eins, quasi von allem, von Löw und von Kritik, ganz viel gesagt, Kinas. Für allem von Zöllen, dafür ging ich auch da nicht mehr drüber. Ich meine, generell, wenn ich schon 2021 gucke, war den definitiv begrüßen muss, dass trotz innovativer Schwemmung, gerade über die Covid, die Pandemie, wie viel aber realisiert, Kinas, respektive ugestößt, Kinas, das ist ein immens positiver Faktor. Und ich meine, das ist etwas, was ich wirklich begrüßen muss, weil das war kein einfaches Jahr.
auch viel von den Projekten oder viel von den Sachen, die man schon 2021 konnte anstoßen, sind extrem wichtig und haben auch die Gemeinde schon weiterbricht. Wir haben 2022 just auch ganz, ganz kurz anzugehen. Was natürlich, und das hat schon gesagt, das Budget in der Kontinuität, es sind immens viele Projekte, die angestoßen sind, die extrem wichtig sind für die Lebensqualität von den ersten nachher. An, aber alles eben ganz große Projekte. Ein ganz großes Projekt hat natürlich einen großen finanziellen Ansatz. Was neben den Überschwemmungen in der Pandemie eben möchte, da den Hanno den Prozentsatz von Annuitäten hat, was doch schon gesagt ging, dass den Hanno wird müssen, den wir konfrontieren, dass was wird machen, da den an eine finanziell aber ungespannte Situation kommt. Was aber wichtig ist, dass sind eben Projekte wie Campus K, Projekte, der Bau von Straßen, der Logement, was manche Akzente sind, die extrem wichtig sind an dieser Stadt, wie ich danach, die sich viel weiter behaupten als Städtebewegung auch braucht. Und ich meine, du hast es normal, dass das natürlich so kostet und dass das auch wird gemeint finanziell ausspannen. Du willst also da definitiv ein Budget an der Kontinuität, das sind positive Punkte. Und ich meine, da muss man auch Hand durchstehen. Was auch wichtig ist, dass man bei all den finanziellen Konsequenzen, die man muss drohen, durch, auf der einen Seite das Projekt macht, auf der anderen Seite aber auch eine Pandemie, dann die Verschwemmungen. Aber wir wissen nicht, was noch alles potenziell kann kommen, dass ihn da einfach sich bewusst ist, dass das finanziell ein immens ausschlägt und dass das auch keine Responsabilität ist, und dass ihn da einfach muss zusammen dadurch tun. Was natürlich aber auch zu bemängeln ist, ist natürlich, dass man für Drohnen von der Pro-Kopf-Verschuldung geschwärzt gehen, und auch generell von Bonien, die es am Budget ist, dass natürlich eine Situation kommt, wo ihr wird müssen aufpassen, wo ihr natürlich auch bei all Prä und all den Täter, die ihr schwätzt, ist natürlich etwas, was eine Influenza hat auf die Generationen, die da noch kommen, und auch schon schwätzen wir über die nächsten Jahre, wo ihr natürlich relativ viel hypothekiert in dem Sinn. Aber wie gesagt, das ist ein großes Projekt und das ist notwendig. Und aber Mengen nicht gilt in dem Sinn, wo ihr finanziell aber lo muss mehr aufpassen, zu gucken, dass es auch schon gesagt wird, effektiver Subventionen und Subsidien geht, dass er da viel mehr aktiv an drin ist, dass er da wirklich aufpasst, wo ihn überall der kann anhören, dass er sich auch bei einer Reihe Projekten vielleicht guckt, was schon richtig Beratung ist, da nicht können, an irgendein finanzielle Risiko zu laufen, aber vor allem bei den Projekten, dass sie personell auch realistisch zu realisieren sind, was die Administration geht, dass er auch die Projekte kann umsetzen, für allem, dass ein Projekt ihr denen angeht, auch die ganze finanzielle Rate, die ihr noch könnt, mit bedenkt. Voilà, das ist so, dass das ein Fazit, den ihr vom Budget kann holen, dass es viele Projekte an der Kontinuität sind und dass dafür Geld aufzupassen, dass ihr aus der prekären Situation keine Situation könnt, wo ihr nicht mehr dabei raus könnt, und dass ihr Gibelow muss wahrscheinlich ein paar Jahre lang der Decke noch strecken und voilà. Ja, gut, ich meine, du hast Herzschiedverein sein gesucht. Obwohl wir wissen, wie das Wort ausgeht, muss man das einfach den Exist machen. Da gebe ich für dich den Budget Rectifier 2021. Ich gehe aber kurz ein durch, zu sind zwar schon ein gesucht gehen, also ein Tableau rekapitulativ just durchgehen. Total von Resetten sind 30,5 Millionen, total von Depensen am ordinären Budget sind 27,4 Millionen, das heißt mit einem Boni vom Exis von 3,1 Millionen, von Kont 2020 haben wir 5,2 Millionen, sodass wir einen Boni general von 8,4 Millionen haben am ordinären Budget. Den Extraordinären haben wir auch schon gesagt, 43,6 Millionen Resetten an 44 Millionen Depensen, das ist ein Mali von 0,5 Millionen. Wenn wir den River, dann haben wir ein Boni-Präsumé für 2021 von 7,9 Millionen. Voilà, da gebe ich den Budget rektiv für 2021 zum Wort stellen, wenn das du mal da verstanden. Merci, wenn das da ging. Und wen enthält sich? Das sind drei Enthaltungen. Ich habe Christian direkt matt geguckt und zwei dagegen und die anderen sind da vier. Voilà, da kommen wir bei dem Budget 2022. Man ist genau dasselbe. Ich denke, durch die Hauptschifferen am Service Ordinaire Totalresette von 31,2 Millionen und total von Depensen 30,5 Millionen.
wo man ein Boni just von 0,7 Millionen. Wir holen aber den Boni-Präsumé von 2021. Hier hatten die 7,9 Millionen dabei. Das ist aber ein Boni-General am Ordinär von 8,6 Millionen. Dann haben wir am Extraordinären ein Total von Resetten von 56,8 Millionen und ein Total von Depensen von 64 Millionen. War der Mali am Extraordinär von 7,1 Millionen möchte. Wenn wir die 7,1 Millionen River holen und egalisieren mit den 8,6 Millionen, dann bleibt ein Boni definitiv am Budget 2022 von 1,5 Millionen. Also alles grob geschehen, also Grund, wollte ich nochmal sagen. Gut, wenn das dann mit dem Budget von 2022 aufverstanden. Merci, das sind da sechs, wenn das da ging. Da das dann uniform also, nee, oder uniert an der Opposition sechs, Pader fünf da ging. Gut, Christian hat schmatt gezählt. Merci. Ich gesinn dich gut, das tippt top. Okay, du machst aus den Plan der Resistance durch. Punkt 3 Informationen haben wir nicht. Ja? Ich habe mir zwei Schaffen, das ist nämlich nicht. Die Gemeinderatssitzung hat mich gemeldet. Du, ich weiß auch, dass wir irgendwie mit der Schule müssen, denke ich, regeln. Wir haben im Prinzip haben wir für sich die Welt ganz sicher zu verteilen. Und dann ist nach dem Punkt 4 Question, wenn nach Loana frohen Sinn, die scheint nicht der Fall zu sein, aber dann ist das auch durch. Da sind wir an, wow, in der 2 Stunden durch. Das war ganz, ja, dachte gern. Pardon. Das ist schön, für zu freuen, weil du hast geschickt von der ersten nach ASBL, kommen wir eigentlich nur zusammen für Madnen zu schaffen. Also, du hast ja noch kein viel Zeit gehabt. Das muss man nicht nach Ende, wir können auch am Anfang vom Januar machen, aber ich wäre irgendwie froh, wenn wir irgendwann eigentlich könnten, so ein Heide da sind, die Leute, die ASBL noch mal gründen. Das steht das schon ab an der ASBL, das sind Gründungsmember, mein Propos für die ganzen Gemeinderat für Gründungsmember. Und da steht auch, dass nach anderen Leute können dabei kommen und dass man so einfach so bald sieht, für ihn, sich alles spielt, und man sieht, okay, es sind sie matt, dass man die mal können gründen. Und dann, da ist auch eine Konvention dabei, und dann, dass man das dann noch an die Gemeinderat holen, nur der Gründung. Das ist schon immer so, mit Gründen, sondern muss man an der Gemeinderat, muss noch die Konvention schon am Gemeinderat stimmen. Also das geht nicht nur paar Wochen nun, aber ich gebe das aber, ja, ich gebe so, dass man Anfang Januar hinkriegen. Wenn der Böse ist, für sich austauschen, ganz gerne, ist kein Problem damit. Wir können aber mal per Mail machen oder über Telefon oder wir können auch eventuell eine Videokonferenz machen, was für just das tut ein Thema. Kein, also, es sind nur Beschwerden einfach. Es war mir klar, dass das ein bisschen sportlich war. Ich habe es fertig gemacht, ich schicke es mal raus, dann lassen wir mal andere Leute. Ich habe noch nicht erwartet, dass es für ein Budget gibt, die Retour geht mir, aber wenn es eine Zeit hat, und dann geht man retour, Ende nach hier, Ende nach da, es sind auch für alles. Ich werde von dem Vorwurf einfach irgendwie die Struktur da hätten und dann da wir eben noch die mehr proper Situation am Trifolium kreieren. Ja. Okay, gut. Dann sage ich vielmals merci für die öffentliche Sitzung, sondern der Presse auch merci. Und wir haben noch leider, oder nicht leider, wir haben noch zwei kleine Punkte am Week-Low.